Moinsen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier im Euro Truck Simulator 2, dem ETS, kurz gesprochen. Viele fragen mich mal, was ist eigentlich ETS? Ich sage mal, ja, Euro Truck Simulator. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer weiteren Runde. Oh, ich muss auch mal leiser machen. So, Moment, ich muss mal kurz hier. So. Machen wir noch kurz die letzten Einstellungen. Wart mal kurz, du bist viel zu laut bei mir. Ja, bei mir auch. So, machen wir kurz hier mal ein bisschen leiser. Ist jetzt besser? Sag mal was. Ja, hallo. Ja, jetzt ist es besser. Jetzt bist du nicht mehr so laut. So, die letzten Einstellungen, das noch ein bisschen lauter. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Der liebe Helge ist auch schon da, denn wir machen heute Double Stream. Helge und ich sind live unterwegs hier im ETS. Wir treffen uns in München. Ich bin mal gespannt, wer gleich noch alles da ist. Und dann wollen wir Richtung Baltic Sea, das DLC Baltic Sea, einmal hochdüsen und uns dort ein bisschen erkundigen, was denn da so ansteht. Weil da war ich selbst noch nie. Und ich begrüße jetzt erstmal hier MCore Gaming, Dresi, JS, Marlon, Leon, Moritz, Fluri, Michael, Manuel, der 54er, Mark, Benji, Socke 63, Lele, Leonie. Leonie, geht es dir gut? Wie geht's? Lele, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Arox Fan, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Peace. Hi Christoph, hi Marlon. See my air, herzlich willkommen. So. Hi Dani. Hi Quicks, Quicks TV auch wieder dabei. Miko, herzlich willkommen. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt alles so planmäßig wieder läuft. Hier Niklas, willkommen. Der Unfall-Counter. Oh ja, Suchti wollte unbedingt einen Unfall-Counter haben. Boah, das ist viel zu laut. Moment. So. Wir sind ja mit unserem wunderschönen... Nee, das ist noch ein bisschen zu laut. Ich muss das immer noch so ein bisschen anpassen. Ja, gehen wir mal kurz in die Innenansicht. Es regnet nicht. Hallo, es regnet nicht. Scheinwische aus. Oh, ich muss unbedingt mein Horn einbauen. Ich fahr 2,5 Stunden nach München. Ich habe immer noch das kleine Horn. So, das ist jetzt besser. Crazy Legend, herzlich willkommen. Jennifer, willkommen. Justy, herzlich willkommen. So, ich muss mal kurz hier wegfahren. Hier piept es mir zu laut. Lasst mich kurz mal ein bisschen auf Seite fahren. So. Damit es da nicht so laut piepst. Das klingt wie bei McDoof. Mahlzeit, Steffen. Hi, Schmutzchen. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo Marc. Hallo, Dirk. Guten Tag. Hi, Severin. Hallo. So, ich kann die, glaube ich, noch ein bisschen... Doch, ihr hört die, ne? Wo so. Oberguru? Du bist ja... Der Oberguru ist hier. Ja. So, Moment, die letzten Einstellungen wieder vornehmen. Patrick, steht ihr noch da? Was fährst du, Stern? Wir brauchen noch ein bisschen, keine Sorge. Ja. Ja, wunderbar. Antwort. So. Ich fahre noch 1,5 Stunden hin. Ja, gib ein bisschen Gas. Ich fahr spät. Wunderbar, so, das kann erstmal aus. Hallo, ich habe keinen Schwertransport. Scheinwischer aus. Perfekt, das ist unser neuer MAN, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und, boah, was piept das denn hier so, wie bei Himpel und Gatz hier. Hallo Severin, herzlich willkommen, Schmutzchen, willkommen im Livestream. Hi Sichu, Mercedes am geilsten, Arox-Fan, deswegen auch Arox-Fan, ne? Mercedes, ne, das heißt so Actros, oder? Heißt es nicht Mercedes Actros? Hi Gameblade, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Boah, das klingt echt wie bei McDoof da. So, die Spiegel aus, da ist mein Navi. Ich werde nämlich mal so langsam mich Richtung Parkplatz bewegen. Und mal gucken, wer da ist. Leute, auf jeden Fall schön, dass ihr schon mal alle dabei seid. Wir sind so in den letzten Einstellungen drin. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt auf EU3 zu kommen und das Ganze dann hier in München starten zu lassen. So, wo war denn jetzt der Busbahnhof? Es gibt Antos, Arox und Actros. Ah, okay, ich kenne nur Actros. Leonie, mir geht's bestens. Dankeschön der Nachfrage. Moinsen, Traktoristen, Burner, willkommen, gute Fahrt, halt die Stoßstange sauber, auf jeden Fall. Mit unserem, da stehen sie schon, guckt mal links, seht ihr schon die Punkte, da warten sie schon wieder auf mich. Sehr, sehr geil.
Ich mach das Ganze mal ein bisschen langsamer gerade. Gameplay finde ich auch, ja. Auf jeden Fall. Kommen wir gleich wieder. Manon K. Kein Problem. Ist das auch ein Faust? Ich denke nicht. Benji, nein, 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 da denkst du richtig. Guten Abend, Mr. M. Herzlich willkommen. Hi, Billip. Ja, ich kann warten. Billip, wenn du mir versprichst, diesmal anständig zu fahren. Ninette, herzlich willkommen. Simio, Freund. Wunderschönen guten Abend, Leute. Dankeschön auf jeden Fall auch für 11.355. Wir waren zwar gerade schon bei 57, aber das ist gar kein Problem. Hi, Matze. Grüß dich. Ja, Gameblade, das tue ich. Alex, tüdelü, herzlich willkommen. Simio, Freund, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Kein Problem, MK Gaming. Hab ein Arox im Wert von 2500 als Modell, als RC. Oh, geil. Ach, deswegen auch Arox-Fan, ne? Sehr, sehr geil. Ich glaube, da warten noch gar nicht so viele. Ich fahr einfach mal hin. Ich fahr einfach mal hin. Und gucke mal, wer da so da ist. Ich sehe es. Hallo Siggi, schön, dass du da bist. So. Disco-Beleuchtung an, damit sie auch sehen, dass ich komme. Hi Uwe, herzlich willkommen. Reed Raptor, willkommen im Livestream. Schön, dass du dabei bist. Ironie lässt grüßen. Kannst du den. Kennst du den IGTM-Freundenstand? Nee. Oh, ist noch gar keiner da. Wo sind die denn alle? Ich werde zwar schon wieder gefeiert, wenn ich hier ankomme, aber wo sind sie denn alle? 1, 2, 3 bisher nur. Wenn der Fijoke kommt, ist hier immer was los, Leute. Habt ihr gesagt, mit einer Regret da finde ich mega von dir. Herzlich willkommen. So, das ist doch ein wunderschöner Treffpunkt. Sag mal, Helge, warum ist denn deine Schrift rot? Ja, ich wusste nicht so ganz. Ach so. Und rot hat einen hohen Erkennungswert und dann dachte ich, ach. Rot hatte nur erkennt. Also, wenn ihr mitfahren wollt, Leute, kommt nach München auf den Busbahnhof. Haut euch das grüne Pijoku-Truppe, also Hashtag Pijoku-Truppe in den Namen rein und seid dabei. Ah, mein wunderschöner neuer LKW. Ich bin wirklich sehr stolz darauf. Der sieht mega geil aus. Der ist richtig, richtig cool geworden. Also, da kannst du echt sagen, was du willst. Aber er sieht einfach geil aus. Ich finde auch die Lackierung alles. Das passt einfach zu ihm. Oder zu mir, eher gesagt. Finde ich sehr, sehr geil. Ford US, herzlich willkommen. Ja, das war der falsche Knopf. So. Google, das mal gibt es auch in YouTube. Okay, Aroxfan, gucke ich mir mal an. Patrick, zeig mal bitte die Karte, damit ich weiß, wo du schon warst. Meine Karte. Jo. Da überall. So, und heute werden wir hier Baltic Sea erkunden. Wir werden also hier hochfahren. Wir sind momentan in München. Hallo Leonie. Und versuchen jetzt mal über Prag, Breslau, Possen und dann langsam hier hochzukommen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Das ist zumindest heute mal unsere Route. Sag einfach, dass die nicht mit Rückwärtsgang reinmachen sollen. Genau, Leute, tut mir den Gefallen, lass den Rückwärtsgang draußen am besten. Kagim, das wird einer meiner Moderatoren machen. Robin, dankeschön. Jonathan, herzlich willkommen. Ninette, danke. Magnus, wir warten. Ihr müsst unbedingt alle aus dem Rückwärtsgang rausgehen. Für die, die mitfahren, bitte unbedingt aus dem Rückwärtsgang rausgehen. Oh, da ist ungewohnt. Bitte unbedingt aus dem Rückwärtsgang rausgehen. Das wäre sehr, sehr geil. Hi Tim, willkommen. Hi Lenny, Glockertief, Ninette, nice. Sehr, sehr geil. So, ungewohnt ist hier noch am Drehen. Ich mach dir mal ein bisschen Platz. So, und jetzt muss ich noch kurz was umstellen. Ich muss eine Taste noch umbelegen und meine Liftachse hinten, die muss ich auch noch umbelegen. Das sollte nämlich hier hin. So, jetzt habe ich ja hier LKW-Achse heben, senken ist U. Okay, werde ich mir irgendwie merken. Aber ich glaube, ich lege es mir lieber hier hin. Jetzt muss das doch reintritt stehen, ne? Geht das jetzt? Perfekt, es geht. Sehr geil. Das ist so geil gemacht, ey. Okay. Weil momentan sind wir leer, also kann ich es ohne machen. Ach nee, da kann ich das auch nicht hinlegen. Moment. Jo, Leonie macht es.
Ich muss mal ein bisschen hier noch umstellen, Leute. Dann machen wir das da. Ich kann nicht mal Tschüss sagen, wenn sie rausgehen. Das machen wir da. Mal gucken, ob es jetzt geht. Wo ist denn der Chef? Hallo. Ja, der hätte schon nur gemacht. Ich bin hier. Guten Abend, Mali. Schön, dass du dabei bist. Bille Pouch schon wieder ab. Geil, dass du auch ETS streamst. Steffen, sehr gerne. Hi Ronald, willkommen. Servus Tovello. Geld haben wir nicht. Ford OS, es soll für Konsole Truck Driver. Genau, ETS wird es nicht für die Konsole geben, soll aber Truck Driver rauskommen. Genau. Moin Moin, Kalle, herzlich willkommen. Guten Abend, Tetsi, mein Freund. Alles klar bei dir. Bin gerade am Essen und dabei deinen Streamer schauen. Es gibt doch nichts Besseres. Hi Tetsi, schön, dass du da bist. Guck mal, Leute, wenn ihr mitfahren wollt, macht euch am besten wirklich das Hashtag Pijoku-Truppe rein. Steffen, magst du noch das Pijoku-Truppe reinmachen? So, was ist da? Wer? Es gibt doch nur einen Steffen hier. Moin Moin Toxi, herzlich willkommen. Hallo Moritz, hallo Joe. Musst du im Menü machen, dann unter... So, ich könnte ja eigentlich schon mal nach der Route. Ach, das ist ungewohnt. Ah, ungewohnt hat Geschmack. MRNTGX. So, ich könnte eigentlich schon mal gucken. Und quasi, wenn du reinkommst und. Was wir hier deine für. E-Mail-Adresse und Aufträge haben. Ach, was weiß ich. Hier, ja, das ist Schwertransport DLC. Das erste, was so, kommt, Moment, wenn, das, wenn das Intro rum ist: Streckenlänge. Wie das alle da? Moment. Wie, Moment. Keine Ahnung. Moment. Wieso werden denn mir nur Schwertransport angezeigt? Hä? Achso, ich muss wahrscheinlich einmal schlafen gehen, ne? Gucken mal kurz. Ne, nicht Preis, sondern Streckenlänge. Oh, cool. Also ich habe schon einen perfekten Auftrag für nach Polen gefunden. So, kommen wir hoch nach Baltic Sea. Wohin? Ich bin neuer Irox-Fan, ich freue mich, dass du da bist. Polen, nach gerade gesagt. Posen. Ja, schon, von München nach Posen. Externe Aufträge, Streckenlänge fallen nach unten, erster Auftrag. Okay. Hi Eurocrafter, schön, dass du da bist. Hi Momi, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Denkt ans Like und droppt doch gerne ein Abo rein. Bringt mir die Jukebox zum Laufen hier. Und teilen. Nee, Würste. Ja, genau, Würste hätte ich auch. Dein LKW sieht aus wie die Tochterfirma von uns, wo wir gekauft haben. Echt, Siggi, geil. Können wir eigentlich los oder müssen wir auf jemanden warten? Ja, auf mich. Oh, let's go. Uwe, was ist denn? Hallo Blastman, herzlich willkommen. Rovenno, einen wunderschönen guten Abend. Also übrigens, Samstag, Leute, weiß ich noch nicht, ob ich den Konvoi mache. Eventuell werden wir auch LS19 Multiplayer zocken. Ist noch so ein bisschen ein kleines Hin und Her. Hi Ron, grüß dich. Also das ist noch so ein bisschen, ja, die Planung, es ist momentan schwer für mich. Wo ging's hin? Nach Polen. Viel Spaß bei den Passkontrollen im Baltic Sea DLC. Welche Passkontrollen? Ich brenne einfach durch. Nein, also es ist jetzt noch so ein bisschen in der Planung, was Samstag angeht. Also es wird Samstag auf jeden Fall einen Stream geben. Ich kann euch jetzt nur noch nicht zu 100% sagen, ob ETS oder halt den LS19 im Multiplayer. Wenn es nicht ETS wird, dann wird es auf jeden Fall LS19 Multiplayer. Das ist was anderes als immer nur die anderen fahren. Ne, also, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Das ist auch so ein bisschen in der Planung drin. Aber das kriegen wir schon hin. So, mal kurz gucken. Sind die jetzt alle startklar? Was haben wir denn jetzt hier? Ah, da ist Billet. Billet ist heute mit Volvo unterwegs. Oh. Ron, danke schön für dein Like und dein Abo. Herzlich willkommen. So, Zwergi. Wir sind wieder ein paar. Zwergi ist wieder da, Oxy ist da, Justy ist da, Michel on Tour ist da. Zwergi hat aber auch so einen fetten Vierachser sich gekauft. Helge ist da, das freue ich mich super. Realman, guten Abend. Cyblue Gaming, genau, jetzt gerade auf dem PC mit 89 Zuschauern, Leute. Herzlich willkommen. Michel, danke schön für dein Like. Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Ich guck mal, ach ja, genau, und Ungehund ist auch noch da, der steht hier direkt neben mir. Gucken wir jetzt einfach mal eigentlich mal Aufträgen oder wie sieht's aus? Ich guck schon. Ja, also von mir aus können wir los. Ja, von mir aus auch. Ja, dann würde ich ihn annehmen. Wie sieht's mit Steffen aus? Ja, ich habe gerade neu laden müssen. Also bist du jetzt auch fast fertig? Ja.
Weil meiner nach Polen ist gerade weg. Jetzt hätte ich einen nach Polen Stettin. Ja, den habe ich auch. Weil der andere scheint... Oder wir fahren direkt rüber in die Slowakei. Ich weiß ja nicht, von wo wir am besten fahren. Aber ich würde sagen, Stettin liegt ein bisschen weiter oben, ne? Ja, wir können auch über Slowakei fahren. Da ist man so schnell oben. Wenn man gleich... Ich hätte auch Stettin. Dann lass doch Stettin nehmen. Dann kommen wir so ein bisschen noch durch Deutschland und dann Polen und dann von da aus hoch nach Litauen. Hast du das G29? Ziemlich von das G29. Dankeschön, Tetsi. Schön, dass dir gefällt. Hallo, Madu. Der Stream Rondende offen. Kann mitfahren, Landwirtschaftssim. Ja, mitspielen, mitfahren ist möglich. Beim Beutetier gibt es richtige Passkontrollen. Musst du Papiere vorzeigen, diese werden dann kontrolliert. Mali, geil. Ja, können wir. Leberwurst. Können wir, ja? Leberwurst? Aber. Was denn? Guck mal. Belgische, die grobe. Oh, nee. Nee, sag mir nicht. Habt ihr angenommen? Ja, ich hab angenommen. Gut, gut. Leider hat's mit dem Bild nicht geklappt. War zu hell, ging mit dem Handy nicht. Lass mal, gar kein Problem. So, wir fahren mal die Auflieger holen und dann... Aufträge. Jupp. Und dann, welcher Server? Landwirtschaftssim, Server EU3. Hi Timo, grüß dich. Wo fahrt ihr hin, Stettin? Ja, genau, mit Leberwurst. Guten Abend, Marcel. Herzlich willkommen. Kannst du mal die Rundumleuchten anmachen? Ja, Tetsi, ja. Sobald ich meinen Hänger jetzt gleich dran habe, mache ich auch für dich gerne die Rundumleuchten an. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen für die Multiplayer spielen. Ich darf doch Rundumleuchten anhaben, oder? Auch wenn ich keine Überlänge habe oder so, ne? Ich versuche mit Zockerzwerg, ja klar, kein Problem. Ich fahre dann wieder leer mit. Hallo Elias, grüß dich. Hallo Marlon, schön, dass du dabei bist. Die Ampel, die war... Ich hätte das nach Helsinki. Ja, da ist okay, perfekt. Gibt es das für die PS4, Marcel? Nein, ETS gibt es nur für den PC. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Vor allem, das ist unser erste Tour mit unserem neuen MAN, Leute. Mit unserem neuen Dreiachser jetzt. So, Liftachse runter. Liftachse ist unten. Das sieht geil aus hier. Das ist doch mega geworden, oder Leute? Ich find's richtig, richtig geil. Der ist echt, echt mega. Er ist echt, echt mega geil. So, nein, du darfst ihn nur mit einem Schönheitskomplex anmachen. Ach, echt? Andere sagen nein. Ich treffe euch in Stettin. Ja, ist klar, Landwirtschaftssim, kommst du nach Stettin? Kann nicht ETS Multiplayer starten. MK Gaming, wieso nicht? Kommt eine Fehlermeldung oder was ist los? Oh, der ein oder andere fährt leer anscheinend. Was ist eigentlich das hier? Warum sehe ich seinen Hänger nicht? Ah, da fehlt mir bestimmt ein DLC, ne? Die Liftachse geht automatisch runter, sobald du ankommst. Christoph, das kann man auch ausstellen. Glaub ich. Das war knapp. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Da kommen ein paar vor. Ja, ja, klar, Moritz, auf jeden Fall. Kannst mich grüßen, Danny. Grüße gehen raus an dich. Schön, dass du dabei bist. So. Krone DLC fehlt dir wohl. Ja, Matze, das glaube ich auch. Wenn du müsst ihr alle die gleiche Lackierung machen. Achso, oh. Stefan, ach ja, ja. Warum bin ich jetzt gekickt worden? Ja, weil du dich nicht zu. Weil du zu lang standest anscheinend. Ja, oder kein Licht an. Moin Moin, Teiklar, das Gute ist. Muss ich noch mal. Ich kann mir einen PC machen, weil ein bisschen Schrott ist. Läuft bei dir. Fettrot. Unguhund bleibt einfach mal auf der Straße stehen. Oh, voll dagegen gefahren, dann kann ich ja nicht bei LS fahren. Leonie, spielst du am Samstag mit, falls wir LS zocken? Zeig mal dein LKW. Danny, schau dir mal mein Video an, da bin ich ihn am Bauen. Red Knight, herzlich willkommen. Muss ich jetzt irgendwie aus dem Programm wieder rein oder muss ich ganz raus? Ganz raus. Wir haben schon die 80ers mit Leuch, die Konturen nach zum Dunkeln. Schaut echt geil aus. Echt geil, Blastman. Teigler, moinsen. Pichoku? Im Karton. MK Gaming läuft irgendwie bei dir. Jawoll, Pascal, dankeschön. Ach, Leonie, erzähl mir keinen. Mit Keule spielst du auch immer Fortnite. Dann kannst du auch schon mal mit mir LS spielen. Ne? Ich sag nicht, je nachdem ich gelaunt bin. Das glaube ich dir jetzt nicht. Hi, Janis, Grüßchen raus. Madu, Samstag, 17.30 Uhr etwa. So. Der Helge ist da, ich bin da. Und da sind die anderen. Oh Mann.
Das sieht doch eigentlich schon mal sehr gut aus. Angel. Daniel, servus. Die Liftachse geht auf 9 Tonnen automatisch runter. Oh. Wir transportieren 17 Tonnen Leberwurst. Marlon, wir fahren nach Polen, nach Stettin. Und dann geht's hoch nach Baltic Sea. Das letzte Mal habe ich vor einer Woche oder so mit Kollegen. Echt, ist das Leonie? War das Video so alt? Okay. Kommt ihr an Leipzig vorbei? Ronald? Ja. Möchtest du dazusteigen dann? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt Ronald ab Leipzig dazu. Okay. Da, wo Lewandowski wohnt. Ja, richtig. So, Steff, wie sieht's bei dir aus? Ja, fahrt los. Bei mir dauert's noch. Okay. Okay. Hab dich lieb. Dann fahren wir mal los, meine lieben Freunde, auf nach Stettin über Leipzig. Ich hoffe, Leipzig kommt dann wirklich der Ronald vorbei. Die hinter mir haben schon rot. Ich habe schon 360 Euro zahlen müssen, obwohl es orange war. Ja, ist egal. Da gibt noch genug Ampeln. Fängt schon gut an, ne, Leute? Erste Ampel und schon zack, 360 Euro weg. Gibt es auch Städte aus dem Ruhrgebiet wie Duisburg? Duisburg müsste es geben, ja? Ja, ja, Daniel, auf jeden Fall. Polen liebt Leberwurst. Echt, der 54er? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Gibt es, Leberwurst, ich esse gerade eine Seemannsstulle. Was ist denn eine Seemannsstulle? Du magst doch Eistee, oder nicht? Ja, Red Knight, ich mag Eistee. Ich glaube eher sogar, ich liebe Eistee. Leute, allererste Tour mit unserem neuen MAN. Dreiachser mit Rundumleuchten und allem drum und dran. Und mehr PS. Wesentlich mehr PS. Und das ist das Geile, Leute. Die allererste Tour. Das ist sowas von geil. Die allererste Tour. Hi, Paul, grüß dich. Ihr Patrick, dein Hinterlicht. Was ist mit meinem Hinterlicht? Dein Brems funktioniert nicht. Toll, habe ich wieder einen Billighänger gekauft. Das. Ich krieg immer die Hänger mit Leberwurst, die dann kaputt sind. Tja. Moin, Jonas. Halt jetzt Abstand, weil dein Scheiß. Am Ende hocke ich mit meinem Kader bei dir und. Einmal von hinten knutschen, bitte, ne? Jeden. Magnus, wir fahren nach Stettin. Hi, Venja, grüß dich. Also, Zeit hätte ich Samstag schon, Leonie, dann würde ich mich freuen. Hi, Sondel Gaming, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Rad mal so nebenbei rein. So, wir sind ein Paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück bisher und ein paar kommen noch auf jeden Fall dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der neue MAN eigentlich mit den PS macht. Wir haben fast, ich glaube, 100 PS jetzt mehr. Hier wartet der nächste. Hi, Supercar Power. Was? Tote Oma Grützwurst? Kann man das so nennen? Ich einfach stehen und essen, die lieber Wurst einfach. Das würde ich auch gerne machen. Jo, es geht los hier, Pyro Killer! Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen bei der Pichocco-Truppe. Wenn nur weil du es bist. Ach, womit habe ich das denn verdient? PS4 Gamer, willkommen. Wie viel kostet das Spiel auf PS4? Gibt es nicht, Posthund? Das ist eine Stulle. Eben mit Leberwurst. Stettin. Leberwurst, Zwiebeln, Tomaten, Spiegeleier. Oh, das ist eine kalte Oma. Ne, eine tote Oma. Echt? Krass. Nee, das kannte ich noch nicht. Ich habe übrigens rechts den Spiegel ausgemacht, Leute. Ich hoffe, ihr findet das besser. Nach Stettin schmutzieren. Wir fahren jetzt nach Stettin, nach Polen. Ich habe jetzt 80. Ich habe auch 80. Tempomat wäre auch kein. So, Leute. Das sind jetzt erstmal 676 Kilometer, denn ich habe ja Fernfahrer aufgerüstet. Wir konnten bis vor kurzem wirklich nur ganz, ganz kleine Touren fahren und können jetzt schon, ich glaube, bis zu 700 oder 800 Kilometer fahren, was ich sehr, sehr geil finde. Wo fahrt ihr noch hin? Das hatte ich schon. Moin, moin, Justin, herzlich willkommen. Früher bin ich ohne gefahren, also rechten Spiegel. Ja, Daniel, ich jetzt auch. Wie lange streamst du, Marlon, bis ich keine Lust mehr habe? Nein, das ist eine Seemannsstulle. Ach so, Toto Oma, es ist Grützwurst, die du mit Sauerkraut Kartoffeln isst. Okay, kenn ich gar nicht.
Sag mal, Helge, wie viele Bier hattest du heute schon? Ja, ich habe gerade hingeguckt, weil ich wissen wollte, ich wollte nicht so das so aufschließen. Habe ich den Tempo mal ein bisschen runtergedreht? Ach so. Daniel weiß ich noch nicht. Wir sind da noch so ein bisschen in der Planung. Ansonsten würde es halt als Ersatz LS19 Multiplayer geben. Auf der Ravenport, auf unserem selbstgebauten Hof, werden wir da ein bisschen zocken. Seid ihr bei München an der Arbeitsagentur auf die Autobahn gefahren? Das ist eine gute Frage. Wieso will der... Ey! Ey, was ist das für ein Honk hinter mir? Jetzt blinkt der plötzlich rechts und will mich in mich reinfahren? Ja. Oder will er dazugehören? Was macht der? Ist auf jeden Fall die Seite rausgefahren. Vielleicht gehört er auch zu uns. Deswegen sage ich, Leute, macht euch das Pijoku-Truppe in den Namen. Dann wissen wir genau, wer zu uns gehört und wer nicht. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ach, der gehört tatsächlich zu uns. Das ist Billip, ist das. Und da kommt Ungehund. Ungehund bitte ein. Also Ungehund kennt auch noch nicht so ganz die Regeln. Ha, man lernt immer was Neues. Tetsi, auf jeden Fall. Ich würde es feiern, wenn du einen Navi an der linken Seite anbaust. Erst wolltest du das nicht, aber das sieht mega nice aus. Muss man einfach ausprobieren. Richtig nice. Okay, Miko, werde ich mal gucken. Wenn ich die nächste Werkstatt habe, dann kann ich ja mal gucken, dass ich das mache. Also ich muss auf jeden Fall einmal tanken. Ich schaffe noch 700. Ja. Warum auf der Railroad ist da nicht Multiplayer mehr? Daniel, das ist doch egal. Da haben wir ja unseren Hof gebaut, unseren eigenen Hof. Und da wollte ich mal gerne mit euch ein bisschen Maishexe und so machen, mal für die Kühe alles vorbereiten. Spielst du dann auch... Halt, Daniel, spielst du dann noch Truck Driver? Ja, Jonas, ist geplant. Ich gehe mal lieber hier Motorbremse. Nein. Ja. Bin total entsetzt, heute in unserer Nachbarstadt in Mühne, da ist jemand seinen Hund von einer Brücke in den Fluss geworfen. Also solche Leute würde ich am liebsten... Madu, du musst es nicht schreiben, ich weiß, was du meinst. Würde ich auch am liebsten. Aber jetzt erstmal ganz entspannt zurücklegen und dann stream schon. Alles klar, Tetsi. Ja, ich setze mich ganz entspannt jetzt in mein Stühlchen hinein und streame für euch und fahre ein bisschen LKW. Und Tetsi, teilen. Gerne euren Freunden Bescheid sagen, Leute. Mensch mit seinem braunen LKW, der hier auf der Autobahn rumfährt, das bin ich. Okay. Aber ich spielst du dann noch Truck Driver, Jonas? Ja, ist geplant. Habe ich Maishexen gehört? Ja, Daniel, hast du? Ich wollte unsere unterirdische BGA mal voll machen. Also 600, unser 600. Silo für die Kühe. Moin, moin, Dominik. Bin auch da. Ich spiele LS19 und neue Felder und neuen John Deere 8R und neue LKWs. So, alles klar, Dominik, sehr geil. Hi, Fratelli, willkommen. Bijok, ich werde wohl eben meinen PC schon neu starten, dann werde ich sicher kommen. Ja klar, MK Gaming, kein Problem. Weiß ja, wo wir hin sind. Daniel, ja, vorbereitet ist es quasi. Aber nur bei mir. Das ist ja die reine Fun-Map, sage ich mal. Oh, jetzt kommt da wieder... Jetzt habe ich wieder so ein dummes Bild in meinem Bildschirm. Ich kack voll ab. Das kommt jetzt alles auf uns. Ich muss mal kurz anhalten. Guck mal, wie sie direkt alle anhalten. Können wir es ganz schnell ändern? Doofes Bild hier. So, zack, weg damit. Oh, das war knapp, ey. Okay, wir können weiter. Danke. Obwohl, wir könnten auch gerade direkt auf Steffen warten. Steffen, wo bist du? Bei den S-Kurven. Dann müsstest du fast hinter uns sein. Ja, du müsstest gleich da hinten kommen. Also man sieht sich zumindest schon mal im Chat drin. Ich hab dir eigentlich schon gesagt, dass ich es bei der Bundeswehr geschafft habe und wann ich jetzt anfange? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ist jemand gerade im Funk? Ich spiele gerade LS19 auf PS4. Jonathan, sehr geil. Moin, sind Rudi, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hoffe dir gerade auch. Voll Bauchschmerzen, mir ist übel. Ah, jetzt kommt. Damit mir besser geht, gucke ich dich. PS-Likes. Ja, Dankeschön, Rudi, peace. Ich glaube, da kommt er. Das kann nur Steffen sein, der da mit 150 ankommt. Nee, das war eine 130. Das sah aus wie 150. Ich mach's auch weiter vorne, ich hab's geändert schnell. Jawohl, jetzt steht's da. Übrigens falsch geschrieben. Dann können wir ja weiter, meine lieben Freunde. Und heute gibt's schon neue Mods, weil ansonsten sag ich schon mal, ja, weiß ich, Dominik, weiß ich. Es gibt so ein Liegestuhl, das dein Farmhaus simulieren soll und so. Ja, ist ein bisschen was da. Ich kann nicht online spielen, kannst du mal schauen, wie man das spielen kann. Dominik, du musst dir einfach Truckers MP runterladen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Begleitfahrzeug von Michael.
Das sind die neuen Mods in S19. Rudi, so ein Stuhl, der als Farmhaus gilt, dann. So eine Solarstation. Nee, nicht. So eine Strom-Trafo-Station gibt es. Der Weihnachtsbaum ist da. Jo. Magnus, wo bist du denn? Bist du hinter uns? Leute, knacken wir 11.400? Was meint ihr? Ihr habt doch garantiert Freunde, die nicht LS mögen, aber ETS. Und denen dürft ihr mal sehr, sehr gerne Bescheid sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar keine größere Maschine. Warum habe ich das Gefühl, ich habe hier keine 400 PS jetzt oder 420, sondern eher nur so 300? Könnte natürlich auch die 27 Tonnen Leberwurst sein. Was ist denn bei mir für eine Lackierung? Moment. Komm mal neben mich. Du musst schon neben mich kommen, damit ich das sehe. Ja, ich bin neben dir. Du bist voll weit hinter mir. Noch weiter, noch weiter. Nein, weiter. Immer noch weiter. Ah! Ein Bär. Gut, dann geht's doch. Dann geht's doch. Bist du jetzt Baloo der Bär? Ja. Nice, hi Teddy! Hast du heute vorhin gespielt, also ich habe mir neue Sniper. Nö, Marlon, nö, nö. Nein, nein, ach Daniel, du bist gemein. Nein, das ist natürlich die Ladung. Es sind immerhin wirklich 27 Tonnen. Boah, ey, schlecht. Was für Freunde dann noch, die ETS ja spielen? Ja, dachte ich jetzt zu so, Leonie. Auf 80 gereicht. Ah, auf 80. Wer sagt das doch? 80. Sehr geil, Freunde. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich bin nicht zu arg, Patrick. Läuft einwandfrei. Okay. Patrick, kannst du mal ein bisschen weiter nach oben schauen, was ich geschrieben habe? Es geht gut. Du hab ich einen Mail. Also ab. Komme! Berg hoch ist er ausgegangen. Also ab März werde ich wohl nur am Wochenende Stream schauen können, da ich erstmal 3 Monate Grundausbildung habe und nachher nur am Wochenende nach Hause kann. Okay, Tetsi, aber sehr schön, freue ich mich für dich. Schön, dass du es geschafft hast. Das ist gut, Daniel, das ist gut. Ach, da geht's noch ganz schön rüber. Wolltest du schon immer LKW-Fahrer werden? Janis, ich bin LKW-Fahrer, auch in meinem richtigen Leben. Auch da fahre ich hin und wieder LKW. Fan! Herzlich willkommen. Hallo Andrea, guten Abend, wie geht's dir? Like ist dauer. Dankeschön Andrea, mir geht's sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich würde aber ein Spiel ganz hinten fahren, damit das niemand sieht. Ach, Leonie, pass auf, das ist bestimmt voll dein Spiel hier. Hi Black Wolf, grüß dich, schön, dass du da bist. Geil, Tetsi, also kein Problem, Tetsi. Dann bist du halt am Wochenende dabei, aber das ist ja gar kein Problem. Für mich sowieso nicht. Was ist da neu? Oder ist das aus der... Aus dem... Das ist aus dem Cola-Typ. Das ist aus dem Aufrüst-Video. Das ist meine allererste Tour mit meinem neuen LKW. Abschleppen. Wann spielst du LS19? Dominik, eventuell am Samstag. Das ist mit der Planung für den ETS-Konvoi noch nicht so ganz durch. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir am Samstag 17:30, 18 Uhr so rum LS19 Multiplayer spielen werden. Trucker Patrick und die Straße. Heizungspotter. Patrick, kannst du mal mit deinem MAN im LS vorbeikommen? Hab eine Ladung Sojabohnen für dich. Mach du gerne. Sagen Sie mal, Herr Freddy, haben Sie keinen Spiegel? Wollen Sie sich nicht einfach mal einreihen? Dankeschön. Kann er die Spur nicht halten? Oder was dann? Es wäre cool, wenn er sich einfach mal rechts einreiht. Gute Fahrt, euch. Und ich stelle den Tempomat auf 80, fahre ich mit dem Helge hinten rein. Ach, dann stell ihn auf 78. Ah, stimmt bei dir. Ja, bei wenn man, glaube ich, kann. Marlon, sehr geil, oder? Domme, grüß dich. Doch. Froxy, ich spiele auch auf der PS4, ja. Ich habe so eingestellt, wenn ich 95 Fahrbremse, egal was ich dran habe, automatisch ab. Okay. Bei mir läuft es einwandfrei hier. Man kann ja einstellen, ob man mit wie viel km/h Luft wäre das. Das will ich nicht. Willst du, dass wir Herr Steffen macht mir nur ein bisschen Angst hier neben mir. Steffen ist ein Katastrophenfahrer. Achso, nee, Frage. So, morgen ist Freitag. 78 fahre ich. Und ich komme hinter Helge hinterher. Läuft. Ich fahr 70. Kann man auch konstant. Fast spielt sie überhaupt Fortnite, man auf der PS4. Kriegt zum Kurz einen Logitech G29 und einen Greenscreen. Geil, Cola-Typ.
Wo seid ihr aktuell und wo geht's hin? Hi Patrick, wir sind aktuell in Buxtehude. Ich weiß nicht genau wo, aber es geht nach Polen, nach Stettin. Ich habe sie mir immer nie gekauft. Das sind noch 450 Kilometer, sind wir da. Und ich glaube, in Leipzig wollte der Ronald warten. Der hat zwar nichts mehr geschrieben, aber ich meine, der wollte dort warten. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch wenig. Ich habe 10 Milliarden. Ne? Ja, das ist Kacke. Dir geht ja nicht leer. Ja, ich brauche. Ja. Aber ich spiele das Spiel auch seitdem es raus ist. Leute, vielen Dank für 80 Zuschauer und schon okay. 62 Likes. Wir sind erst seit 35 Minuten dran. Vielen, vielen Dank, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich muss essen. Magnus! Bitte wartet, bin an den S-Kursen, komm nur bis Nürnberg, weil ich keinen anderen Auftrag bekommen habe. Bitte warte. Danke, Magnus, für deinen Euro. Wo sollen wir jetzt warten? In Hamburg? Da hat's mich vorhin noch gescheppert. Okay. Kommen wir in Hamburg vorbei? Seid ihr immer noch auf der Autobahn? Nein. Kommen wir vorbei? Hamburg? Nein. Nee. Magnus, wir kommen nicht in Hamburg vorbei. Nein, nee. Magnus, wir kommen in Leipzig vorbei, wenn du da mitfahren möchtest. Leipzig. Ja, wir legen das Spiel in Matronas zu holen. Ah, Madu. In Leipzig. Meine Empfehlung kriegst du nicht dafür. Ah, nein. Ja, das war. Hörst du da etwa Ronald? Ja. Hallo! Moin. Ich hab die Südpfalz eingeschalten. Alles klar. Er hat gesagt, ach, Nürnberg. Kommen wir in Nürnberg vorbei? Ja. Sind wir schon. Magnus, lieber Magnus, wir sind in Nürnberg leider schon vorbei. Magnus fährt über irgendwo hinter uns her, hat aber nur einen Auftrag bis Nürnberg bekommen. Magnus, wir können... So. Ja, da sind wir sonst leider schon vorbei. Ja, Magnus kann sich ja einen Auftrag holen für nach Stettin hoch, dann kommt er dahin. Magnus, hol dir doch einen Auftrag für nach Stettin und dann kommst du von dort aus mit. Wir sind gleich bei Erfurt. Wir sind aber gleich in Erfurt. Ja, Entschuldigung, ich hatte Nürnberg im... Nürnberg? Doch, Nürnberg, genau, Nürnberg. Nee, sonst Magnus, packt dir doch einen Auftrag dann von Nürnberg aus. Und komm hoch nach Stettin. Keine unsichtbare Wand. Schön. Also ihr habt noch ungefähr bis zu mir, wenn das die Strecke ist, 180. Warum geht mein Tempomat nicht? Auf dem Parkplatz mein Tempomat geht nicht rein. Warum geht mein Tempomat nicht rein? Das ist nicht langweilig. Dass du nicht gekickt wirst. Ja. Schweiß, danke! Seid ihr einmal von der Autobahnrunde? Nein. Vielen Dank fürs Abo, willkommen bei der Pitchoko-Truppe. Schön, dass du dabei bist. Sehr, 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 sehr geil, Leute. Ich glaube, du solltest bald tanken. 491 Kilometer schaffe ich noch. Ich würde theoretisch gesehen ankommen. Der geile Trecker, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich würde rein theoretisch am Ziel ankommen. Also, das wäre vorerst gar kein Problem. Ich würde auf jeden Fall ankommen. Kann es sein? Ah, nee, es war gerade lang. Nur noch ich und Patrick. Kartoffelpuffer, herzlich willkommen. War denn noch jemand? Weiß jemand, ob man LS19, nachdem es auf meinem PC installiert ist, auch nochmals mit dem gleichen Code auf meinem Laptop installieren kann? Nee, Patrick, normalerweise dürfte der Code dann vergeben sein. Jetzt kommt. Konntest du dir keinen Tempomat leisten? Doch! Aber der geht nicht rein! Ich hatte den gerade auch drin. Aber er geht nicht rein, Matze. Ich weiß nicht warum. Ja, noch ein bisschen. Ja, dann noch. Der will einfach nicht reingehen. Darf man bei euch mitdrehen, Tag, wenn du mitfährst? Ja. Natürlich. Man kann es mehrfach installieren. Echt, Marklov? Sagt er dann nicht Code schon vergeben? Ja, dann ist ja perfekt. Du bekommst alles kaputt. Mann, ey. Mobbing. Marklov, Moinsinn. Empfiehlst du mir einen Kredit aufzunehmen? Ganz am Anfang, Mirko. Fahr mal 2-3 Runden, dann kannst du einen Kredit über 400.000 aufnehmen. Den würde ich aufnehmen, davon einen LKW kaufen und dann Aufträge abwickeln. Ihr seid doch über diese Abfahrt, Abzweigung da drüber, oder? Und dann ganz, ganz schnell abbezahlen am besten. Immer geradeaus. Ich spiele vorne auf Nintendo Switch. Marlon, sehr geil. So, wie viele sind wir denn? Jetzt kommt hier der. Nur noch 4. Ne, dahinter sind noch welche. Alles klar? Landwirtschaftssim, dann komm gleich auf die Autobahn. Wir fahren jetzt gleich an Leipzig vorbei. Also denk dran, wir sind nicht in Leipzig den Auftrag abwickeln. Wir fahren hoch nach Polen, nach Stettin. Komm auf die Autobahn Richtung Stettin dann. Also auf die 9, glaube ich, müsste das sein. Also wir fahren zumindest gerade die 9. Ja, die Spur wechselt direkt. Kommst ihr bei Posen vorbei? Fahr euch hinterher. Bei Posen? Posen, glaube ich, war auch dabei, ja.
Wer kommt da? Ah, da kommt wieder ungehunt. Was hast du gesagt, Marlon? Nichts? Oder. Achso, Fortnite auf der Nintendo Switch. Habe ich gesagt, sehr cool. Bei mir war es so, ich hatte ein Spiel mit PCD, dafür braucht man Steam. Hatte einen neuen Laptop, wollte diesen Code eingeben, aber es war vergeben. Okay, Daniel. Adoxia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Braucht man bei euch alle DLCs? Nein, Tim, du. Also, du brauchst nicht unbedingt. Alter, okay, wie oft will das jetzt noch einstellen? Bis ihm einer schreibt, hier, ich will. Was hältst du von Cheaten, Adoxia in ETS? Im Allgemeinen halte ich nicht viel von Cheaten. Also, ich versuche mir hier wirklich. Selbst alles zu erwirtschaften. 107.000 Euro sind real. Die haben wir auch wirklich selbst erwirtschaftet. Aber er hat es nicht mal gelesen. Was ist mit Dänemark, Tim? Dänemark ist doch mit drin, oder? Also ich versuche eigentlich immer, also ich fahre, ich habe natürlich alle DLCs und ich fahre auch gerne diese Maps erkunden. Ja. Ja, wieso? Ja, weil ich höre ja nicht das andere noch. Wenn ich jetzt einen Rechner töten auf die Kopfhörer lege, dann höre ich alles doppelt und dreifach. Läuft bei dir. Ich wundere mich schon, ob der ganze Zeit nicht redet. Ich bin schüchtern, sorry. Ja. Nicht so schlimm. Gott sei Dank. Mal ein bisschen Mut zapfen. Der Trucker, moin, Zane Peace. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass alle da seid. Ich bin heute richtig gut gelaunt. Vor allem, weil Donnerstag ist. Und morgens Freitag. Und am Samstag bin ich live. Und am Sonntag werde ich hoffentlich auch live sein. Hi, Twinscamer. Übermorgen habe ich Geburtstag. Twinscamer, sehr cool. Du mal wieder ETS? Ja, mal wieder ETS. Hab mir vorhin ETS geholt und hab gecheatet. Ja, Doxy, und? Ist doch langweilig, oder? Jetzt hast du doch alles direkt. Dein Stream laufen lassen und dabei WOT zocken. Was ist denn WOT? World of Tanks. Ha, ich wusste es noch. Ja, ich bin auf der A9 bei Kilometer. Also, ich hätte bis Stettin noch 230 Kilometer ungefähr. Dann fahren wir ein bisschen langsamer. Wir haben noch 280. Sind wir 50 Kilometer hinter dir. Marlon, wir wollen weiter hoch nach Baltic Sea. Moin Moin Mark, Server EU3. Du musst mal tanken, Miko, ich weiß. 427 Kilometer schaffe ich noch. Und einen zweiten. Ah, okay, Adoxia, alles klar. Achtung, Spoiler-Alarm. Bei mir wird es jetzt immer wieder Let's Plays von ETS geben, wollte ich schon mal sagen. Ja, ja. Wenn man einen normalen Auflieger fährt, man ohne Rundumleuchte weiß. Ich mag, aber. Ich weiß nicht, warte mal, ich mach mal aus. So, besser. Ich liebe das, aber ich liebe meinen neuen LKW. Marlon steht hier, oder Baltic Sea ist oben rechts. Gamer Boy, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Machst du da Navi rein, Miko, können wir machen, ja? Können wir gleich gerne machen, dann fahre ich gleich mal in die Werkstatt. Erinnere mich bitte in Stettin dran und dann machen wir das. Egal. Like ist da, ich werde mal die Kids hinlegen. Alles klar, Mali, bis gleich, danke. Hallo Mai. Nein, Madu habe ich noch nicht. Ich habe auch alles auf den Laptop geladen, die Seriennummer eingeben und es geht ohne Probleme. Ja, perfekt, Blastman. Hallo Robert, moinsen, Carlos, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Warum, Nico? Nein, Gamerboy. Wir zwei stehen zwar in Kontakt, aber bisher sind wir noch nicht so. Wie viele Handys habe ich gar nicht? Haben noch nicht zusammengefunden, sage ich mal. Ich habe schon vier Handys und bei jedem schaue ich zu. Ich schicke dir noch ein fünftes. Von mir kriegst du ein sechstes. Astro Fleming. Ich bekam doch dieses Jahr noch das fünfte. Da kann ich bei fünf Leuten zuschauen. Okay, ich hätte noch einen Laptop, aber den möchte ich extra noch aufbauen. Bei fünf Leuten zu sagen. Hallöchen, Socke Schröder, herzlich willkommen. Ich mache jetzt den Daumen hoch. Marlon, dankeschön. Was ist Ehre? Ach, keine Ahnung, Martin. Ich weiß auch nicht, warum man zu mir sagt, du bist ein Ehrenmann. Ich bin kein Ehrenmann, ich bin der Patrick und ich bin Streamer. Weil du einfach nice Videos über ETS machst. Ja, aber Mikro, deswegen bin ich doch kein Ehrenmann. Ehrenmann, sorry, das ist ein Wort. Damit kann ich nichts anfangen. Sag einfach, du bist ein cooler YouTuber oder so. Das reicht mir schon vollkommen. Tanken? Ich danke. Doch, lass kurz tanken. Dankeschön. Ich bin fast leer. Schon. So, wir gehen mal tanken ganz schnell. Einmal schnell tanken. Ja, nee, ich brauche nicht tanken. Dann müsstest du ja. Die hätten sie ja nicht noch ein bisschen kleiner bauen können, die Tankstelle. Ich bin in einer Minute wieder da. Da ist er ja. Das hat niemand gesehen. So. Moin Brian. Ich bin der Patrick, ich bin Streamer. Hallo Patrick. Hi Domme.
Hallo Gaming TV. Du Gaming TV, du musst dein Steam-Account öffentlich stellen. Ja, mit viel Fantasie. Und dann geht das. Hi Jonas, sollte man sich bei G29 auch den Schalthebel dazu spielen? Sonne Gaming muss nicht. Kannst du aber. Macht halt mehr Spaß. Hi Domi, wir sind auf dem Weg nach Stettin und sind jetzt hinter Leipzig. Werden auch zwei frei, wenn du wegfährst. Schön, dass du natürlich dabei bist. Herzlich willkommen. Schon wieder fast 100 Likes, Freunde. Wie seid ihr? Auf Beukler. Rastplatz. Auf dem Rasthof Flemming. So heißt ein Krankenhaus bei mir Flemming. Aber früher war hier noch auf dem Gasthof. Ich verblüfft, dass ich noch oben drin stehe. Hätte ich nicht noch. Last Man, guck mal in die Videobeschreibung. Das so richtig mit. Guck mal in die Videobeschreibung. In Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Kommt kein LS19 mehr, doch Robert, am Samstag wahrscheinlich. Du bist nicht nur ein YouTuber, du bist ein Mensch mit Herz, der immer für seine Community da ist und diese immer unterstützt, für mich jedenfalls. Lieben, und das mache ich sehr gerne. Ich bin halt ein herzensfroher Mensch. Von mir aus können wir weiter. Hat jeder getankt? Ja, dann leg los. Na dann weiter. Wo kommt der blaue Scania hinter dir her? Der blaue hinter mir? Das ist der Paul! Oh nein, hallo. Ja, Mann. Da, mein Guter. Wir alle mit dem halt. So, die Kolonne setzt sich wieder in Bewegung. Oh, ne, die Ausfahrt verpasst. Wir sollen warten? Zockerzweck, gib Gas! Wir brauchen ja noch ein bisschen hier. Domi, wir fahren zur Firma Transinet. Ich nicht. Nee, du bist auch nicht vor mir. Ah, da ist Patrick. So, Patrick ist auch noch gerade zu uns gestoßen. Das sind jetzt ja viele. Patrick, das war knapp. Ja, der hat mich auch schon berührt. Voll geplant. Hab euch alle lieb. Ich will kuscheln. Hi Marlon. Okay, klar, Marlon, bis gleich. Ja, da ist Patrick, unser Freund. Patrick, mein Freund, ist auch da. Heißt du Kevin? Er ist immer dabei. Grüß dich, Jupp. Habe die Ehre. Schön, dass du dabei bist. Man sieht richtig, wie du in echt auch irgendwie gefahren bist vom Ranfahren und so. Ja, Benji, es ist. Da denken immer alle anderen, ey, du knallst jetzt gleich da rein. Und ich immer so, nein. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Und deswegen, ich bin hier voll in meinem Element. Party, mein Best, alles gut. Hi, Elvis, Peace. Warum sag ich eigentlich immer Peace jetzt? Hi, Elvis, schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, doch. Tinder, kannst du nur bis zur Grenze mitfahren? Wenn du die DLCs nicht hast, kannst du bis zur Grenze mitfahren. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich so kommen soll. Eigentlich kennt man Menschen aus dem Straßenbau nur als harte Jungs, die auch mal gerne einen Spruch drücken, aber Patrick ist ein super lieber, sympathischer, netter Typ mit dem Herzen am rechten Fleck. Och, jetzt hat er mir aber genug geschmeichelt, Leute, jetzt übertreibt es mal nicht hier. Es ist wirklich so, ich bin einfach so, wie ich bin, Leute, warum soll ich mich denn verstellen? Ich bin schon immer so. Ich bin auch zu meiner Frau und zu all meinen Freunden. Zusammenarbeitet. Das ist wirklich so. Das hast du doch in der Hand. Ach nee, du nicht. Läuft bei dir, Benji. Ja, du nicht. Das, was. Was machst du mit deinem Freund MRM hier vorne? Ich? Achso, ich fahr. Ja. So, geht jetzt mein Tempomat? Gar nicht vor. Nein, guck mal, kaputt. Vor mir ist genau einer von meiner Golf, was soll ich machen? Ich mach mal kurz an der Ansicht. So, guck mal, schon fast 10.000 Kilometer. Hi, Jason! Wenn's dir so recht ist. Servus. Wir fahren alle wie die Affen hier. Möchtest du mir was mitteilen, Ronald? Was sagst du? Möchtest du mir was mitteilen? Wieso? Bist du nicht neben mir und hupst wie wild? Blasman! Wir heben ein! Ach, Magnus ist da! Darauf heben wir ein, Leute, darauf heben wir einen fetten Herzensband. Blasman haut schon wieder 5 Euro draus.
5 Euro. Dankeschön. Mit Liebe für dich. Magnus, ist okay, wir haben gesehen, dass du da bist. Warum muss man so viel hupen? Das verstehe ich nicht. Kann man sich bitte nicht einfach einreihen und mitfahren? Hast du ein eigenes Sicherheitsteam? Mit ja, Elvis, vorne und hinten bin ich schön abgesichert. Leute, darauf heben wir einen fetten, fetten Herzensband Blasman. Vielen, vielen Dank für 5 Euro für deine Unterstützung hier. Mein Gamingstuhl oder mein gemütlicher Rückenstuhl kommt immer näher. Vielen, vielen, vielen Dank. Hab jetzt ETS 2 Multiplayer. Perfekt, Risi. So muss es sein. Da kühlt einer. Da hinten kommt noch einer. Achtung. Der so gedriftet ist. Da ich mal nach links rüber. Hallo, ich muss nach links. Boah! Und einer muss doch. Das ist ganz knapp rechts noch. Sorry. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Au, au, au. Also, was ist bei euch los? Da vorne ist alles wieder. Ich höre nur. Ah! Weg ist er. Ich reihe mich da mal wieder ein und tue so, als wäre nichts passiert. Ja. Der war jetzt geil, du hörst nur ah und plötzlich ist der LKW weg. Danke, Janis. Bist einfach der korrekteste YouTuber der Welt. Bleib wie du bist. Mach einfach weiter. So mache ich teil. Klar, danke schön. Mach ich teil. Klar. Leute, wollt ihr mir heute wieder schmeicheln und mich zum Weinen bringen? Miku, guten Hunger. Bitte, bitte mal lieber nur das Beste für unseren Besten. Ach ja, Blasman. Ja. Ich bin übrigens Dankeschön. Hi Albi, grüß ja, dich. Ich seh das schon. Ich fühl mich vor. Hi Danny, wo haben die den Führerschein gemacht? Danny, gar keine, gar nicht. Ich hätte, glaube ich, mal kontrollieren sollen. Okay, Magnus, mach das. Ich glaube, ich hätte die Führerscheine vorher kontrollieren sollen. Zeugs auf PS4 New Holland auch, aber der ETS, den gibt es auf dem PC. Den ETS gibt es auf PC. Leute, 100 Kilometer noch, dann sind wir da. Wir sind ja gleich schon da. Ja, Stettin ist nicht so weit von der Grenze weg. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, komm, fahr jetzt, komm. Dann schicke ich mal die Leberwurst weg. Rein, du. Kannst du mich und meinen Kater grüßen? Grüße an Janis und seinen Kater, peace. Nee, Leute, jetzt wird es emotional. Lass das echt, ey. Ist gut jetzt. Okay, Drisi, kein Problem. Stau. Jetzt ist er weg. Also muss ich doch nicht bremsen. Weiter geht's. Okay, okay. Ja, ja, der stand für quer. Sag mal, Patrick, Sicherheitsabstand. Such die Tempo nicht verlieren. Schwung nehmen. Hier ist ein graues Scania wieder. Kannst du mich und meinen Hund grüßen? Du müsstest ja noch wissen, wie der heißt von der Leine. Den hat ja meine Frau gemacht. Aber Grüße an Hund von Teikler und Teikler. Ich versuche mal schnell hier aufzuholen. Nee, ich fahr doch ohne einen. Hi Tim, grüß dich. Aber die große Überraschung lässt noch auf sich warten. Bitte was? Ey Blasmin, du weißt genau, ich kann sowas nicht ab. Also nicht böse gemeint, aber was? Ich. Die letzte Zeit mit 2000 Abos, Mann, und das waren noch genau, gute Zeiten. Revplay, spielen jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt LS19 zocke, keine guten Zeiten mehr. Mit 11k. Okay, Drisi. Rinkos S, bis gleich. Ja, Blasen ist auch besser. So, geh du mal essen. Ich habe diese Gaming-Tastatur und einen ziemlich geilen und dann so einen 25 Jahre alten Bildschirm. Geil, noch so ein Röhrending, ne? Hallo, Gang rein, danke. Beschäftigen. Moin Wettringer, Agrarvideos, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. 80, oder? Oder was fährst du? 82 habe ich jetzt. Jetzt geht's wieder berghoch hier. Berghoch, bergab, Leute. 84 Likes! Barbie, danke! Danke, ja, danke! Nice, Freunde, nice! Sein, aber, MTB, moinsen! Ist ja egal. Braucht nicht, kann ich hin. Schön, dass du da bist. Jeder hat seine eigene Meinung darüber. Wo geht's danach hin? Magnus, müssen wir mal gucken, wo wir die Aufträge herbekommen. Aber gestern wurde von einem Dreier Scott gepusht. Alles, alles kam gemeinsam und nicht nur so Headshot. Geil, Danny. Hi Martin. Ja klar, Magnus, mach das. Ciao, cooler Typ. Vielen Dank fürs Zuschauen. MTB, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Oder Mercedes oder was du immer sagst.
Ja, oder Scania. Ja, Teilklar, wenn ich jetzt scharf nachdenke, fahre ich irgendwo rein. Ich glaube, wenn ich meiner Frau das sagen würde, die würde dann direkt sagen können, ja, der hieß so und so. Die weiß das noch. Zwei Marken, die ich niemals fahren würde. Braucht man für ETS Multiplayer eine bestimmte Spielzeit? Game TV 2 Stunden. Achtung, Überholer. Der Ronny. Grüße gehen raus an Ronny. Braucht man für den? Habe ich schon so. Ich esse was, dann komme ich vielleicht wieder. Ja, alles klar, Daniel. Vielleicht bis gleich. Danke. Ja, hier, so heißt der Hund. Joko. Heißt der so? Zufällig? Oh, Scheiße! Halt auf! Boing! Boing! Achtung! Was war denn das jetzt? Da hat's geknallt! Haroni, du Fachidiot! Es hat geknallt! Ah, welche Scania erfolgt? War das dieser Ronny? Ja, natürlich, der ist zu blöd, um rückwärts zu fahren. Du hast ihn gegrüßt, deswegen hat er den Unfall gebaut. Läuft! Guten Abend, LSK, Profi, Lackkasse von mir, Dankeschön, Fanblut, herzlich willkommen. Geh kurz duschen, alles klar, Benji. Guten Abend, Hi Killer. Also, ja, Gaming TV, dann hau rein. Iveco und, Renault, das ist mein relativ. Immer diese Anfänger. Können da Unfälle passieren und kaputt gehen? Ja, natürlich. Das geht alles. Danny, ist alles sehr, sehr realistisch. Du musst auch schlafen gehen und so. Kannst das Spiel empfehlen? NLS Agrar Profi ETS? Auf jeden Fall. Fanblut, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Jens, ETS Truckers MP musst du runterladen. Wir sind auf EU3, High Killer. Ach, ja, und das heißt, wir sind ja gleich da. Zeig mal deinen LKW, Mr. Krypton. Schau dir mal mein Video an, aber kann ich gleich auch nochmal machen, kein Problem. Hast du einen CB-Funk aus? Ja, Teigler, hab ich. So, erst auf deinen Chitin. Wir sind da. CFC Kuni, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danny, bald soll es Truck Driver geben. Schnee, 50 cm, Fanblut läuft. Zu Transinet muss ich. Ja, da muss ich auch hin. Wie kann ich da drauf kommen? Hi Killer, einfach ja, aufjoinen. Also, muss sagen. Bei uns gar kein Schnee, Fanblut, bei uns ist grün. Man muss einfach sagen, Volvo hat den besten Motorergebnis. Boah, hat schon fast wieder gekracht hier. Ich mir hinterherfahren, ich war zur Werkstatt. Ja, von allen. Vergiss das Navi nicht, Miko, ich werde versuchen dran zu denken. Oh, Scheiße. Ich war mal der Erde. Ey! Du Affe! Oh, sorry. Dieses unschuldige. Oh, sorry. Ich auch im ETS. Ich hab wirklich die andere Seite geguckt. Du weißt schon, dass wir in Deutschland sind. Das heißt, von links kommen die Autos, nicht von rechts. Wir sind in Polen immer noch. Hätte mein LKW kaputt gemacht. CFC, ja, alles klar. Frage, wo spielst du noch einen neuen? Bitte reden. Was? Ich bin mit dem PC. Ja, passiert. Ist halt Berufsrisiko. Fanblut im Dezember. Du zahlst. Magnus! Sagen wieder! Dann wieder am Samstag mit. Oh, was ist denn hier für ein Gedränge? Ja, wir haben halt alle denselben Auftrag. Sorry. Guten Abend, Dani! Magnus, Dankeschön für deinen Euro! Da jetzt. Ey, hast du das gehört? Die haben ja hier. So, einmal einpacken. Es gibt wieder schöne Punkte. Und dann schauen wir, dass wir weiterfahren. Fanblut auf PC. Meldung. Hier klingt's echt wie bei McDonald's. Ja. So, ich muss aber in die Außenansicht gehen. Sonst kriege ich das bei so einem Gewühle nicht hin. Thank you.
Zack, zack, zack. Wir sind in Stidin. Dr. Lauch, herzlich willkommen. Hallo Kalle. Ich kann jetzt nach S-Band. Erstmal schön morgen zu machen, war sehr geil. Oh Leute, 16.000 Euro. 1000 EPs. 1000 fast. EU3-Dresi. Ja, oder. Ja, ich weiß nicht, ob das mit der Zahl geht. Rechte seid ihr schon im Frachtmarkt drin? Mit der linken Maustastenkanal wechseln. Jawohl, ist nach St. Petersburg. Ich guck mal bei extern. Hi Killer, du kommst in den Online-Modus durch Truckers MP. Hier nicht so schnell, klein Patrick. Ich hab was. Ich hätte was nach Vilna in Litauen. Vilna? Und was ist das? 800 Kilometer. Externe Aufträge, Streckenlänge fallen nach unten. Zweiter. Pflaumen. Habt ihr das? Lidau. Was? Nee, ich hab Leon, sehr geil. Pflaumen nach Vilna. Bei Externe. Vilna. Das ist in Litauen, ganz rechts. Ey, ich hab den ganzen Scheiß, ne? Okay, Jens. Will mal Litauen? Von Euro Jimmy, ja, echt? Ja, stimmt, natürlich. Hallo, Knittel, herzlich willkommen. Luca, bei mir zwar auf der 8. Seite. Habt ihr Vilna? Nee, warte mal. Wittisch-Windau. Magnus! Gruppe am Samstag. Aber das ist Lettland. Blood Trail? Was ist Blood Trail? Ist Lettland? Wie ist das gekennzeichnet? LT, Litauen. Hä, Lettland? Das ist ja komplett falsch. Der Lettland bist du schon hinter Litauen. So weit komme ich noch nicht. Litauen ist LT. LT. Lettland ist LV. Genau. Ist komplett anders. Schmutz, alles klar, so wieder da gibt es auch mehrere Maps. Ja, natürlich, Danny. Ist dann eine große hier. Edgar, grüß dich. Gibt es das Spiel für Xbox One, PS4? Nein, nur für den PC. Als Konsolenversion soll Truck Driver kommen. Timbo, moinsen. Domme, willkommen zurück. Habt ihr es? Ja, auf 3. Ja, von mir aus ja. Hydraptor, willkommen. Alles klar, Tarka Paul, grüße ihn raus. Okay, nimmt an. 1, 2, 3. Okay. So, wo lang fahrt ihr jetzt? Nach Vilna. Sehr geil, Leute. Nächster Auftrag für unsere Community. Ja. Micha und Tour läuft bei dir? Ich finde Vilna. Da warte mal da. Ich will Karte setzen. Find nix. Alex, herzlich willkommen, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Matthias, einen wunderschönen guten Abend. Magnus, nochmal! Sorry, vertippt, spielt jetzt so noch. Fahr am Samstag, mir darf ich. Ja klar, Magnus, wenn wir am Samstag fahren, darfst du gerne mitspielen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir fahren werden oder ob wir den LS19 Multiplayer zocken werden. Wir werden aber auf jeden Fall am Samstagabend um 17:30, 18 Uhr so rum etwas gemeinsam machen. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir machen auf jeden Fall was gemeinsam. Nein, Alex, gibt's nur auf dem PC. Warum ist mein Nummer da ganz hinten da? Das Beste kommt zum Schluss, dachte ich immer. Ja. Natürlich mag du es nach so einer Discord-Gruppe, wieso auch nicht? Ich da ganz der Letzte hin. Nein, nicht T. R. So, ich fahre jetzt erstmal hier runter. Black Sun, grüß dich. Ich fahre jetzt immer mit Helge hinterher, was hat denn der jetzt vor? Ja, ich habe schon mal einen Endring aufgeladen. Ich fahre jetzt schon Richtung Ausgang. Ja, fahre ich dir jetzt mal hinterher. Na, wie geht's am Rücken? Develo, ganz okay. Die Chocotrope drauf steht dann auf jeden Fall. Nee, steht nicht. Ja, da steht Freddy. Da steht Freddy. So, jetzt muss ich mal kurz in die Werkstatt. Ach so. Oh, Dresi läuft bei dir. Ja, du kannst das leider noch nicht ändern. Was geschieht? Eine Arbeitsagentur. Das geht doch ändern. So, ich muss ganz schnell in die Werkstatt mir das Navi holen. Ja, wenn ich wüsste wie, dann werde ich es auch machen. Tab. Ja, tab und dann. Ich muss kurz in die Werkstatt. Auf das. Warte. Hi Staubi, grüß dich. Das. Und dann steht irgendwo Leotard drin. So. LKW-Konfiguration. Nein, ich muss nicht reparieren. Konfiguration. Innenleben. Cooler Kanal, Fanblut, danke, danke. Ich guck mir jetzt die Ampel an, die von grün zu rot wechselt. So.
Ah, ist das nicht aufregend? Nope. Helge, sag mal, wenn du weiter. Ah, oh, du bist wieder rot. Was? Sag mal, fährst du schon weiter oder wie? Ich stehe gerade noch. So, ich muss hier mal was ausprobieren, Leute. Ich finde es einfach nicht. Mithauen. Hast du das neue DLC? Also. Ich hab alles. So, also, ich will im Stehen hier mal ausprobieren. Polen, also da, wo du bist. Stehen. Kann ich mich hier ein Horn aufbauen? Ja. Dann musst du nach rechts und dann nach oben. Ich kaufe einfach das teuerste. Das kann auch nur das Beste sein. Dann ist es quasi bei diesem. Da gibt es noch so ein. Dann ist es relativ weit. Also eigentlich ist es ganz weit rechts. So. Das will nach. Ja. Das Gras hier so ein bisschen am Umbauen. Oder vor uns am besten hinterher. Nee, haut nicht hin, haut nicht hin. Das ist ein neuer PC, ich hab da noch nichts drauf. So. Oh, geil. Ja, Timbo, PC. So, besser. Ja, jetzt nur noch grün. Oh, ich habe eine neue Hupe. So, jetzt muss ich mal kurz umbauen. Ach, wir müssen, ich glaube, da kannst du eine Nummer festlegen. Da müssen wir mal eine Nummer festlegen. So. Die Farbe. Damit die einheitlich ist. Einheitliches Grün. Moin, John Deere. Da wäre ich auch mal für. Fahr doch bitte weiter. Ja, wir warten aktuell noch auf Patrick. Was macht denn der jetzt? Ich weiß nicht, was. Ich war kurz in der Werkstatt, ich komme. Ja, Freddy, das sieht gut aus. Man muss das eigentlich immer aufs Neue konfigurieren. Jetzt freut sich auch der Chef. So, hi Michel. Wir fahren doch raus da drin. Zu der linken. Keine Ahnung, ob hier alle. Hier ist halt so viel los, dass ich gar nichts sehe. Ja, ich denke, ob die alle dazugehören, weil die alle bei uns stehen. Ja, geht vorne, okay. Ich hab endlich eine richtige Hupe. Alter, der weiß es gar nicht. Das ist Achtung. Wie viele Tonnen haben wir denn jetzt geladen? 16. Kann ich da mitfahren am Samstag? Magnus, ich weiß ja noch nicht, ob wir am Samstag fahren. Ich weiß noch nicht, ob wir fahren oder ob wir LS19 Multiplayer zocken werden. Ja. Thank you fürs Rauslassen. Oh, thank you. Ich kann auch polnisch reden, das versteht aber niemand. Oh nee, hör mal öff. Nee, bitte nicht. Dann rede ich 60. Bin wieder da, Benji, willkommen. Da hab ich kein Problem mit. Ja, Herrgott, Rebchen noch einmal. Moin, Patrick, sagt dein Kumpel, der Drunz, er soll Bobby. Das ist noch schlimmer. Ja, das ach, was? Julian? Der Drunz kenne ich nicht mehr, er soll also Bobby in Ruhe lassen. Was macht er denn? Hä? DR Drunz kenne ich nicht mal, Julian. Keine Ahnung, wer das ist. Und vor allem, wie so in Ruhe lassen. Wie viele Leute spielst du, Doc? Ich weiß gar nicht, wie viele gerade mitfahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madu! Madu! Trotzong! Hammer 56. Wir kommen nicht hinterher. Eine kleine Spende für den geilsten YouTuber von ganzem Herzen. Und von ganzem Herzen Dank an Stich Madu. Vielen Dank für deine geile, fette Donation. Ja, ich hoffe, dass. Nein, Julian kenne ich nicht. Dr. Grunts sagt mir nichts. Und was für ein Kumpel, Julian. Kumpels sind meine realen Freunde. Ihr seid meine Community. Und ich kenne ihn nicht. Und. Julian, nur weil er Bobby beleidigt, kann ich doch nichts dafür, oder? Ich hab keine Ahnung. Wenn, dann tut's mir leid, aber mein Auftrag war es nicht, Bobby zu beleidigen. Warum auch? Ich verstehe mich mit Bobby. Was denn? Liegt bei dir Schnee, mir fällt kein Name ein. Nein, bei mir ist nichts. Ich kenn's halt so.
Bei mir ist nichts. Er soll ein Kumpel von dir sein. Wer behauptet denn sowas, Julian? Die Truppe voraus. Ja, Lion. Etwas langsam fahren. Ja, ja, wir fahren nur 65. Okay, ist das zu schnell? Wir ja, ein wenig. Komm, wir gehen mal ein bisschen runter. Die Jogger dann ist gut so, dass ich ja, reingeplatzt bin. Wie eine ja, alles klar, Julian. Geil, deswegen, ich weiß gar nicht, was das soll, warum man zu mir kommt. Putzt du jetzt nicht? Nee, aber ich komm nicht nach. Klar. Hallo Ghost, Bundespolizei. In BW, nee, fängt gut. Und warum überholt ihr jetzt alle, wenn wir langsamer fahren? Verstehe ich nicht. Dadurch geht's auch nicht schneller. Warum müsst ihr denn jetzt alle überholen? Leute, weil lasst dieses überholen. Okay, also Domi the Trucker, mit dir werde ich noch ein Witchen. Leute, lasst dieses überholen. Warum überholt ihr? Fahrt doch einfach mit uns in einer Kolonne. Meine zweite Familie, denn das stimmt wohl auch. Im Schlafen oder am Steifen? Vor allem das Geile ist, fahrt langsamer, wir fahren langsamer. Was machen die anderen Koten? Sie überholen alle. Ich meine am LKW. GPS. Hi, Spieler Gamer, willkommen. Hat einer im Chat gesagt. Was, das ist ein Freund? Gut. Julian, dann sagt Bobby mal, dass das kein Kumpel von mir ist und ich den nicht mal nicht kenne. Und was kann ich dafür, wenn der Bobby beleidigt? Das ist doch nicht meine Sache dann, ja, oder? Dann. Mich beleidigen auch so viel und ich sage nicht, geh mal zu Bobby da, ja, und sag da bitte mal, der soll aufhören. Also ich kenne ihn wirklich nicht. Ansonsten sag sorry an Bobby, aber mir sagt er nichts. Keine Ahnung. Sehr gerne möchte ich einen Anteil haben, wenn du deinen nächsten PC holst. Meine nächsten, Madu, bist du verrückt? Meine nächsten PC. Einfach mal kurz. Auf jeden Fall, Madu, ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Nee, das geht nicht. Also, ich hab 65. Einmal mit Profis. Ich fahr auch 65. Die anderen sind jetzt ganz weit weg, das ist mir aber dann egal. Weil ich finde jetzt, wir fahren jetzt immer noch Landstraße und ein bisschen Bergtal. Das ist, da kann man ruhig mal was langsamer fahren. Ja, ich finde. Wollen ja auch realistisch bleiben. Ich fahr 75. Ja, Stefan, stimmt auch. Also, ich bin der Meinung, wirklich die, die keine Ladung haben, haben hinten zu fahren. Ganz einfach. Und die, die überholen, werden einfach nicht mehr mitfahren. Weil ich das einfach kacke finde. Vor allem in der Kurve und so, wisst ihr? 96 Likes, Freunde. Dankeschön. Wir haben aufgeschlossen. Wo fahrt ihr hin? Magnus, wir fahren jetzt nach Vilna. Das ist in Litauen. Dann können wir ja mal so auf 65, 70. Aber viel, nicht viel schneller, glaube ich. Gibt es das Spiel auch auf Xbox? Nein, Spielegame, das gibt es nur auf dem PC. Ich muss mal trinken, Leute, ich habe Copping. Ich soll die andere Maschine auspacken. Die da ist ja mehr für Schwerlast wie wir. Achtung, kommt wieder von hinten. Ja, oh, ich sehe es. Der Polen Express. Ja. Bitte was? Polen Express? Ja. So ein Trottel. Der Albert. Läuft bei dir. Da wollte man einmal cool sein und alle überholen und dann passiert sowas. Muss man multiple einen LKW haben? Ja, Drisi, du brauchst einen eigenen. Hi Sebastian, grüß dich. Oh, was macht denn der hinter dir? Das Game? Der. Das Game hat mich, Martin, 5 Euro gekostet. Hier, was war denn der Taste für Rundumleuchte? Bei mir ist es R3. Du musst es selbst belegen, Taste. Ja, aber ich weiß nicht. Mach doch mal OE. OE. Tschüss, liebes Morgen oder übermorgen oder Sonntag. Ja, Benji, bis übermorgen auf jeden Fall. Also übermorgen bin ich auf jeden Fall live, Leute. Ich bin Samstagabend auf jeden Fall live. Aber jetzt geht mein Tempomat wieder. Ich weiß nur noch nicht, um wie viel Uhr. Okay. Also dann doch eigentlich schon. Zwischen, was war das? 17.30 Uhr und 18 Uhr. Ich weiß nur noch nicht, mit welchem Spiel. So war das. Wo geht's denn hin? Nach Litauen. Und dann geht's weiter hoch nach Baltic Sea. Hab über Dirk gekauft. Hast du gut gemacht, Resi. Da gibt's noch ein bisschen Geld für Tiere in Not. Olpa Bano. Wie, schon wieder? Vielen Dank, herzlich willkommen. Wie streamst du das? Hast du deinen Elgato umgeschlossen? Nein, Danny, vom PC aus kannst du ohne Elgato streamen. Fanblut, kein Problem. Versuch das nochmal.
Wollte nur sagen, Achtung Kurve. Hab euch lieb. EU3, genau zu viele Streams geschaut, EU3. Genau, Dresi, genau. Hi Marlon, grüß dich. Ernsthaft, wie dat denn? Danny, OBS, Bildschirmaufnahme. Beziehungsweise Spieleraufnahme. Sollen wir kurz warten oder seid ihr unterwegs? Nee, machen wir mal. Aber ich hab nur Angst, da triffst du dir vorne schön mit dem Skat. Das Navi, Miko, ja, ganz cool. Hat auf jeden Fall was. Also ich hab's gerne für dich gekauft. Ich hab's eigentlich jetzt nur wegen dir gekauft, Miko. Will öfter abonnieren, geht aber da nicht. Alpapano, dann einfach mal deinen Freunden Bescheid sagen. Lass dir lieber am besten an. Hab mir auch ETS bestellt, komm mit auch am Samstag. Achso, Samstag, ja. Wenn ich dann halt mit ETS komme. Ich weiß es halt noch nicht. Genau, ja, Danny. Blendet das eigentlich? Zug, Zug! Nö, ich merke nicht, bis auf weit weg. Ist die Schranke schon offen? Nein. Doch, kannst ja mal Vollgas geben. Mal gucken, ob du durchbrettern kannst. Könnte aber ein bisschen wehtun. Nein, Cedric PC. Das wäre geil. Du weißt nicht, wie da alles zusammen. Oh. Rechtes Gas, Helge, nicht abwürgen. Ja, schon. Vorwärts, vorwärts, genau. Bevor die Schranke wieder zugeht. Hat der. Ja, der Typ hat mich ein bisschen abgedrängt und dann gießt den Bahnsteig halt ein bisschen. Weiß ich, Tore. Ich werde später noch eine Mod-Vorstellung für euch rausbringen. Echt? Die gehen schon wieder runter. Tschüss! Wissen wir noch nicht, Marlon. Das scheint ein bisschen gerade an der Planung. Ansonsten wird er auf jeden Fall wiederholt, verschoben. Ah, seid ihr nicht alle durchgekommen? Müssen wir warten? Nein. Ganz hinten. Dummi du Lauch. Dummi du Lauch. Ghost Freestyle, vielen Dank für deinen Follow auf Instagram. Oh, komm, LKW. Doch, Dr. Lauch. Samstag oder Sonntag? Ja, Danny bist du. Der andere Mod spielt mit. Zwei Mods spielen bei mir mit. Hi Joe. Egal, ob es auf der Beifen geht, Robock heizt. Genau, Martin, ich habe das Spiel auf Steam geholt und der Rest auf anderen Seiten. Bevor es wieder kracht, Linkskurve. Kannst du bitte mal eine Diesel-Lok-Schwertransport machen? Jason, werde ich mal gucken, ob ich da was finde, ja? Hallo Ben, wie geht es dir? Mir geht's gut, schafft ihr auch? Ben, das steht alles links. Zuschauer, Daumen. 108, Freunde, danke! Danke, 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 danke! Bam, bam. Vielen Dank für 100 und noch mehr Likes. Ja, weiß ich, denn die muss ich auch. Den habe ich leider noch nicht. Geil, Joe. Freizeitspiel geht's gut, schafft ihr auch. Wie lange bist du schon online? 1 Stunde, 18 Minuten. Was ist dein Lieblingspizza? Speziale. Mahlzeit. Und das geht alles schön auf YouTube. Ja, ein richtiger Lauch, ey. Super. Oh, ich muss tanken. Hab ich extra. Ja, Martin. Super, meine Zuschauer denken. Ich fresse Chips. Martin nach Litauen. Mir fällt keiner etwas über 1500. Ja, bitte. Ist vorne irgendwo eine Tankstelle, siehst du ja, da? Ja, vorne eine. Okay, Danny. Die ist immer vor dir. Ja, das ist ja. Ich bin so weit tank. Meine ist schon rot. Ja, so etwa 20 Kilometer würde ich mal schätzen. 20, 30 kommt eine. Gut. Dann tanken wir nochmal. Und dann dürft ihr aber gerne nochmal ein Abo und ein Like reindroppen, Leute. Alles klar, Danny. Viel Spaß. Hattest du schon mal einen Strafzettel, Fanblut? Reales Leben, jo. Kaufst du dir mal einen Trailer für Multiplayer und Singleplayer? Ja, Yannick, werde ich noch machen. Ich muss mich da aber erstmal reinfuchsen, wie das so wirklich funktioniert. Blitzer. Nee. Das ist für meine Heimreise.
Das sind andere. Zu viele Streams geschaut. Wir fahren nach Vilna. Vilna. Moin moin Farello, grüß dich. Ich freue mich so sehr, Leute, dass ihr da seid. Ich finde es super, super, super geil. War Philipp schon da? Freizeichen? Nein. Muss Englisch lernen, dann bin ich mal weg. Viel Spaß in Litauen und viel Spaß, um überholt zu werden. Atin, mach's gut, dankeschön. Was ist da vorne wieder? Was macht dieser Philipp schon wieder? Standstreifen fahren. Oder lässt, der lässt ausrollen. Weiter bestimmt kein Platz. Oh ne, die ist auf der Gegenspur noch, die Tankstelle. Ja, da dürft ihr alle rumfahren. Tanken! Nur eine 2er Tankstelle. Hallo, wie fahrt ihr denn alle rein? Ich halt nur an. Hi Brian! Was steht auf dem Schild vor dem Lenkrad? Bijoko steht da drauf. Ich zeig's dir mal. Da! Das ist mein Scheibenwischer ein bisschen im Weg. Da steht Bijoko. Ist ja nicht geil, Leute, geil, oder? Martin. Wer steht denn da quer? Wenn man ETS 2 mit Lenkrad spielen, dann muss man trotzdem die Tastatur noch nutzen bei manchen Malern, genau. Hi Ronny, muss jetzt loskommen, wir spielen mal wieder. Alles klar, Dr. Lauch, dankeschön. Alter, steht hinter mir. Ja. Das sieht wirklich sehr elegant aus, wie ihr alle tankt. So wie auf dem Karnevalszug. Aber. Fährst quer, siehst du mehr Jason auf jeden Fall. Ja, hab ich vorher, Nick. Joe, ich habe einen MRN TGX. Mahlzeit, Christoph. Mittlerweile ist es ein 440, kein 320 mehr. So, Michel tankt noch, dann können wir, glaube ich, weiter. Fahren wir weiter, Leute. 580 Kilometer noch. Nee, ich will gar nicht. So. Mahlzeit, welches Level bist du, Joe? 10. Genau, jetzt kriege ich einen Auftrag nach Stettin. Ach, Magnus, verdammt. Das ist bestimmt nur Pipi. Verdammt, ja, Magnus, schade. Ja. Oha! Willst du weiter da hinten fahren, oder? Also dieser Domi, der hat echt seinen Führerschein aus, weiß ich nicht, aus der Bucht oder so. Das ist richtiger Lauch. Plötzlich bleibt er einfach stehen. Vollbremsung auf der Straße. Vielleicht war da ein Fuchs. War da ein Fuchs-Domi? Aber ich glaube, die gehört auch zu uns. Da war die ganze Zeit schon bei uns mit. Wie ist ETS im Sinkler eigentlich? Mal gebaut. Ganz lustig. Nee, man, das ist keine Ausrede mehr. Ach, der Domi fährt mit Schneemod. Ich bin gerade Hamburg, okay, Marc, alles klar. Wo geht's jetzt hin, Magnus? Ja, nach Litauen, ne? Ich hoffe, dass der neue MN Euro 6 nächsten Monat rauskommt. Jetzt im Spiel, oder wo meinst du? Hi, LS17, hallo, Janiko. Domi, gehst du bitte mal ganz nach hinten, du hast keine Fracht. Reih dich mal hinten ein, bitte. Aber alle, weil die leer sind. Das wäre mal ganz cool, wenn sich wirklich alle einreihen, die keine Fracht haben. Also wirklich mal die leer sind, ab nach hinten. Das wäre ganz, ganz cool von euch, Leute. Okay, Stefan, ich hoffe es auch. Marc, wir sind jetzt gerade. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, passt. Oder 65. Achtung, Linkskurve. Achtung. Hab den Bild auf Insta von deinem Kanal geschickt. Alles klar, Develo, schau ich dich später an. Dankeschön. Achtung, gleich Kurve, LKW ist von rechts. Und es geht nach links. Lass die mal vor. Ja, es geht nach links, aber von rechts kommen LKWs. Ach, da kommt auch eine ganze Truppe. Jetzt ist hier High Life, Achtung, Leute. Ampel. In der Ortschaft. Oh, mein Motor ist ausgegangen. Alle bitte mal hupen, damit wir sie wecken. Hi Basti, Servus Hopfenbrause, am Sonntag ist endlich mein PC fertig. Perfekt. Einfach durchlassen. Nee,
die halten ja. Okay. Oh. Tommy, also ich brauch's nicht, ich will's nicht. Wenn ich vor mir jemand steht. Ja. Kettenreaktion. Bremse, muss ich denn sagen, wenn ich. Alles klar, zu viel ist schon, nee, mach das. Moin Nico, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Hi Nico BVB, herzlich willkommen. Oh, wer überholt denn hier hinten schon wieder? Ey, das ist doch schon wieder, Kann man sich da auch so einen Ami-LKW kaufen? Das ist dann ATS, American Truck. Halten. Nö, wir fahren nicht los. Hast du die Siegeschilder des 19 gesehen? Ja, habe ich gesehen, Dani. Aha. Oh, weil ich sehe. Oh, da kriegst du doch einen Film, Was ist jetzt schon wieder passiert? Nee, wir wurden weggerannt. Oh, Danny, du Sau. Egal. Sollen wir doch mal halten? Mal halten. Hier käme ein Parkplatz. Fahrt einfach geschmeidig. Ich sitze schwarz von mir aus oder was. Was macht denn der neben mir? Oh, der blaue Ecke wieder nervt. Ich fände es cool, wenn ETS für PS4 kommt. Martin, ich auch. Na, kommt schon mal. Fahr bitte danach nach Rostock. Ne, wir vermarkten uns, wir fahren nach Baltic Sea hoch. Ah, da kommt jetzt ein Überholer bei euch gleich an. Ja, ich denke mal, der will zu seiner Kolonne. Ja, aber da braucht er überholt zu brettern und. Nico, danke! Jetzt geht's los, Freunde. Dankeschön für dein Abo, herzlich willkommen bei der Bitschocke-Truppe. Willst du eigentlich mal zum Zeitvertreib Handy spielen? Nee, Danny. Nie. Muss ich echt zugeben. Noch nie. Also doch, habe ich früher mal, aber jetzt mittlerweile nein. Wir schließen jetzt gleich auf den vorfahrenden Konvoi auf. Ja, ich bin schon hinter denen. Martin, G29 kann ich dir empfehlen. Sehr, sehr geiles Lenkrad. Sein Geld wirklich wert. Die fahren nur 60. Jetzt komm bitte nicht auf die Idee, sie zu überholen. Mamo. Nee. Kann mir mal einer helfen? Was ist das links auf der Karte für ein Symbol jetzt? Seht ihr das schon? Das graue? Ja? Das ist eine Maut. Ah, okay. Die fahren auch links ab, ja. Also Fritter, ich dachte mal, was ist das Kommandieren da? Also, alles klar, Domi, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. So, Tempomat auf 70. Danny läuft. Da rein. Nehmen wir es geradeaus. Ah, die müssen da links abbiegen. Ah, der holt aber ewig. Wie weit will der noch ausholen? Ich habe das Thrustmaster T300, finde es im Force Feedback besser. Okay, Martin, das kann natürlich gut sein. Also ich bin mit dem G29 auf jeden Fall zufrieden, kann ich so mal sagen. Bei bestimmten Ländern. Hi Thomas, kann man den ETS auch auf CD-ROM kaufen? Natürlich, Joe, kostet aber halt mehr, ne? Ich bin ein echter LKW-Fahrer. Martin, ja, ich auch so ein bisschen. Also Geschwindigkeit okay oder noch langsamer? Nö, passt. Ich habe auf 69 eingestellt. Er funktioniert ja jetzt doch, der Tempomat. Hi, der Maler. Willkommen. Ich habe für 1000 Euro getankt, ey. Nur? Ja. Bei mir waren es 1004. Wie so ein bisschen. Martin, ich bin Straßenbau tätig. Also ich bin Baggerfahrer, fahre aber auch LKW. Euro, 1004. Das sind 1004. Boah, bei mir leckt der Steffen voll rum. Ja. Dann sagt doch 1400. Anonymous! Moinzen! Alles klar, Develo. Danke fürs Schauen. Tschüss. So, hey. Es gibt nur einen Helge. Patrick spielt zurzeit das G92 auf der PS4 und da kann man ja nichts einstellen. Mein Lenkrad hat im LS ein bisschen einen toten Lenkweg. Ist das auf dem PC anders oder nicht? Ich habe auch auf dem LS keinen toten Lenkweg. Also hier am PC keinerlei Probleme. Alles gut. Oh, Pichok auf Achse. Yo, Chief Dai! Moinzen! Der Maler, Dankeschön fürs Abo. Ein Kilometer Linkskurve.
Kommt alles, ja, 19 Tage höchstwahrscheinlich am Samstag. Da kann ich kurz runterschalten, damit du den Berg hochkommst. Ich fahr Automatik, aber ich hab auch 16 Tonnen. Ist das PC, Dagi? Jupp. Das heißt, ja, Dagi, wir können gerne mal zusammen zocken. Oh, Danny, danke schön, gut, dass du da bist. Ich fange im August auch eine Ausbildung zum LKW-Fahrer an. Oh, High Killer, sehr geil. Achtung, rechts Menschen auf Fahrbahn. Was, Menschen? Da stehen zwei Mannequins auf der Fahrbahn, ja. Sollten da nicht eigentlich auch noch Autos dazu stehen? Nico, ich finde Landstraßen auch viel besser. Da ist einfach viel mehr Action. Habe ich euch schon gesagt, dass ich lieber über Landstraßen als über Autobahn fahre? Ja, also. Nee, hast du nicht. Gut, ich fahre lieber über Landstraße als über Autobahn. Ich finde, das macht viel mehr Spaß. Hab gerade einen Führerschein bestanden. Fabian, geil, Glückwunsch. Wisst ihr, da muss man zwischendurch mal abbiegen, dann kommt mal irgendwo ein Unfall, dann kommt man an eine Engstelle, das ist einfach viel, viel besser. Du musst ja auch Gas geben. Mach ich. Rechts, nicht links, links ist Bremse. Steffen, 70. Moin Moin Norman, das G29 ist ein klasse Rounder, fahr mit starkem Force-Feedback und finde es schade, beim G19 knacken die Zahnräder viel zu oft. Das finde ich auch, Martin. Vor allem Martin, bei mir rechts rum knacken sie, links rum quietschen sie. Auf jeden Fall, Dagi. Der Maler, ganz lieb sein. Jeder darf hier seine Meinung vertreten, das ist gar kein Problem. Und wenn du LS nicht magst, klar, darfst du das auch sagen. Ja, High Killer mach ich. Ja. So ist das nun mal. Jetzt habe ich schon noch ihn hinter mir. Einmal Motor ausgemacht, ist fertig wieder unter LKW. Ach. Patrick, du musst dich nicht bedanken, ist doch mein Job. Egal, Danny. Ich finde es immer klasse. Ich kann mich dann wieder abmachen. Steffen, wir sind nicht in Großbritannien, denk dran. Hier ist nicht die Queen. Oh, ich Achtung, Linkskurve, rechts Baustelle. Zumindest bei mir. Ich glaube, ihr seht die wieder nicht. Habt ihr eigentlich so diese Ereignisse ziemlich hoch eingestellt oder sehr weit unten? Ausgemacht, extra beim Multiplayer. Ah, okay. Ja, das ist besser als LS19. Echt, der Maler, findest du? Ja gut, die Fehler, ne, die Bugs und so, die stören euch, glaube ich, ne? Joe, da gibt's so ein paar DLCs, aber du kriegst die einzeln günstiger. Adoxie, willkommen zurück. Maler, und was machst du über die Logitech Gaming Software? Ja, von Royal ETS gibt's nur für PC. Sollen wir eigentlich noch mal warten? Ach, nö. Mit welcher Geschwindigkeit fährt ihr? Ich fahr 60. Ja, dann holen wir euch auf. Okay, doki. Bei LS17 gibt es auch viele Mods. Der Maler gibt dem LS19 ja mal noch ein paar Wochen Zeit. Der ist ja noch ziemlich neu auf dem Markt. Doch. Ach, da kommt er wieder hier und dann kommt er wieder bei 40 den Berg nicht hoch. Ich will mich wieder einordnen. Hier ist Überholverbot. Das klingt so geil, warum bei Ronald. Überholverbot. Dass es nicht gut ausgeht, da. Hier ist Überholverbot Ende. Die Wintermod, echt? Soll ich das, Dagi? Ja. Der eine hört sich an wie Sachsen-Player. Ja, wie Randy, ne? Ja, muss ich für Multiple World of Trucks angemeldet sein? Toxin, nee, aber Truckers MP, soweit ich weiß. Ja. Es geht wieder alles. Der Teufelskreis. So, es geht wieder berg hoch hier. Ah nein, da steht ja eh nur ohne Licht. War Licht an hier. Nicolas Cage. Und Leute, 121 jetzt schon. Dankeschön für eure ganzen Likes. Martin, wir fahren ganz genau nach Vilna. Da steht schon wieder ein Mannequin. Habt ihr das gesehen? Da steht schon wieder ein Mannequin auf der Straße. Bei mir Feinde. Bei mir sind's blau. Achtung, es kommt in der Kurve ein LKW entgegen. Ich hab noch niemand ein. Ah klar, Fortnite, ja, gute Nacht. Stimmt, Wolfpack sind die externen. Stimmt, ja, natürlich. So, wir sind in Allenstein, der erste aufgeteilt. Hi, Luisa. Achtung, Helge, ich muss abbremsen. Ja, ja. Ich fahr ja schon. Hier ist eine 50, also fahr ich eine 50. Steffen ist grün. Ja, ich bin dabei. Okay. Hast du bei Nightbot Zeit gesehen, dass du da Wörter eingeben kannst, die du nicht in deinem Stream haben möchtest? Ja, ja. Gib ich dir recht, Danny. Stimmt. Habe ich schon gesehen, ja. Patrick hat jetzt zwei Tage Schulfrei wegen zu viel Schnee. Echt, Luisa, hier ist grün!
Grün und weiß ich nicht, 4 Grad. Cool. Aber morgen soll es schneien angeblich. Also diese Nacht sogar schon. Ich bin mal gespannt. Bremsen! Bremse, Helge! Ja, ich bin nicht mehr hinter dir. Oh, Gott sei Dank. Moin, Suti Party. Ah, Suti Party, mein Trucker. Schön, dass du da bist. Hat jemand gesehen? Man muss bloß gucken, nicht, dass jemand von rechts kommt. Herzlich willkommen! Wenn es frei ist, dann halte ich auch. Fahr ich. Wenn jemand kommt, dann halte ich natürlich. Nee. Wo ist eigentlich mein Handy? Da ist mein ich Handy. Sag, wenn jemand kommt, fahr ich. Ha! Eine Welle! Mach das mal, nee, ist sehr hilfreich. Ja, werde ich mir mal angucken, Danny, auf jeden Fall. Ich hab's ausgemacht. Ich kann nicht wieder anmachen. Ich hab's angemacht. Guck ich also mir auf jeden Fall an. Der roten Ampel. Bei Rot gehen, bei Grün stehen. Ach so, hab ich das schon wieder falsch rumgemacht. Ja, der Ronald, der brettert einfach voll durch. Naja, jetzt, weil ich hinterherkommen muss. Er bremst, verliert. Ja. Naja, ich hab an der Ampel gehalten und mit trotzdem noch hin. Handy am Schau. Oh, oh, Adoxia, sorry. Hast du recht. Oha, ja, Luisa, das ist natürlich ärgerlich. Am 19. kommt mein PC, alles klar, warte. Joe. Sehr geil. Ich bin Engländer, das ist erlaubt, glaube ich. Okay, gut. Naja, er ist im wohl erlaubten Bereich rübergefahren. Und, da konnte ich nicht mal rein. Seid ihr etwa noch im Ort? Ich dusche mal zu Ende, bis gleich. Alles klar, Danny. Taugt das Game was? Konsole, PC, oder? So, die warte, PC und ja, das Spiel taugt was. Voll meine Welt. Wo seid ihr? Voll meine Welt. Ja, hinter dir. Siehst du doch. So, Freunde, 41 Abos noch, dann haben wir die 11,4. Das ist krass. Das ist echt krass. Ah, jetzt kommt, glaube ich, die Zone, wo man, glaube ich, wenn man das Baltic CDLC hat, nicht mehr weiterkommt. Das ist sowas von krass, Freunde. Bremsen, bremsen. Ja, ja. Ich muss auch bremsen, wenn die vor mir bremsen. Ich bin so stolz. Nee, ich sag bloß Helge Bescheid, weil der muss auch immer an. Jedes Mal. Du weißt ja, wie ich meine Dollar verdiene. Ja, es fliegt Party auf jeden Fall. Bei muss morgen arbeiten anstatt Schule bei bis Samstag. Alles klar, Magnus, bis dann. Dankeschön nochmal und bis zum nächsten Mal. Gut, ich stehe. Warum hast du keinen eigenen Trailer? Doxia, ich habe mich da noch nicht mit befasst. Ich weiß, ich müsste den mal kaufen, ne? So einen eigenen Trailer. Müsste ich mich mal hinterher, Adoxia. Dass ich damit meinen eigenen Trailer fahre. Wie ist das dann mit der Mission? Ich fahre dann ganz normal und krieg die Ladung einfach in meinen rein, ne? Moinsen, Skyfall, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bei mir ist Mittwoch. Bei uns ist morgen schulfrei wegen Winter. Fanblut läuft. Wieder Tag näher an der Rente. Es gibt aber viele auf hier. Ja, der Zockerzwerg, das stimmt. Deswegen habe ich mich noch nicht so ganz mit befasst. Es gibt so einige, ne? Gut, ich muss natürlich noch ein paar freischalten. Kann sein. Gibt extra Aufträge für eigene Trailer. Ach so. Ja, dann muss ich mir das mal angucken. Werde ich mir mal in Ruhe anschauen und dann mal einen eigenen Trailer machen. Warum denn auch nicht, ne? Nee, Philipp, leider kein Interesse. Ja, bei uns hat 70 cm Schnee. Fanblut geil. Bei uns 0. Ich bin gespannt, ob es diese Nacht schneit. Es soll diese Nacht tatsächlich schneien. Da bin ich mal gespannt, ob da wirklich was runterkommt. Also ich denke mal, Leute, wir werden am Samstag den LS19 zocken. Ich hab so eine olle Garage. Nee, ich brauche den LS19 nochmal. Ich will ja auch, dass ihr wisst, dass ich dem LS19 treu bleibe und das immer noch mein Hauptprojekt ist. Momentan ist es einfach so, es fehlt eine Map. Tschüss, Patrick, danke. Es fehlt einfach eine Map. Das ist meine ganz offene und ehrliche Meinung, aber ich denke mal, dass wir den Konvoi-Stream verschieben werden, bis ich das mit Dirk mal ordentlich planen kann, weil ich müsste eigentlich unbedingt mal in seinen Teamspeak, aber ich habe es ja momentan nicht, weil ich ja streame und sonst eigentlich keine Zeit habe momentan. Deswegen denke ich mal, werden wir das mal ordentlich planen. Und deswegen werde ich, denke ich mal, am Samstagabend LS19 Multiplayer spielen. Oh, 160 Euro. Bin wieder da, ich verstehe nicht, warum bei mir ETS für 20 Euro draußen ist. Martin, wo? Hi, nochmal, wie kann man eigentlich Admin werden? Admin? Domi, jetzt bei mir oder was? Moderator, meinst du? Übergang. Hol dir Anhänger mit Kühlung. Nee, Skyfall, dann habe ich mehrere Aufträge was oder habe ich dann nur Kühlaufträge? Bis ich von bin, ist die eh wieder unten. Ne? Danke, Philipp, fürs Abend. Ich glaube, in NRW kommt mehr Matsch als Schnee. Denke ich auch. Heißt das nochmal? Richtung Wilna und dann. Nee, allgemein.
Ja, wo meinst du jetzt, Domi? Was meinst du mit Admin werden? Wo allgemein? Gibt es denn mal eine Info für LS19 für eine gute Multi-Event? Weil die Standard-Fan finde ich nicht so gut für Multi. Ne, noch gar nichts. Keine Ahnung, Suti. Ich warte auch. Alles klar, Patrick, habe ich gesehen. Dankeschön fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Danke. So, Information: Deutschland hat gewonnen bei Handball. Das erste Spiel. Okay. Ja, es sei ja schon. NRW ist in Düsseldorf. Ne, wenn, dann ist Düsseldorf in NRW. Mein lieber Fanblut. Guck mal, wie schön das hier reflektiert, Leute. Ja, vorher stand schon. Ich glaube, mit Kühlung kann man auch anders transportieren. Okay, Sky voll. Ich weiß es nicht. Bremsen, Helge? Nein, Malo, nicht alle, nur ein paar. Von mir bremst irgend so ein. Ich glaube, zum Beispiel Baltic Sea ist nicht dabei. Schade. Es sind auch nicht gerade viele. Wer fährt eigentlich hinter mir? Ich. Warum? Ah, okay. Ach nee, das bist du. Moin, Dustin. Gute Besserung. 5 ist immer noch. Dort gibt es so Leute, die spannen können. Wie kann man das auch machen? Also Admin werden. Ach Dom, du meinst jetzt im ETS? Keine Ahnung. Kommen noch ein paar Einzelne dazu. Schieftage heute Nacht. Soll es schneien? Oh, ja, in NRW zumindest. Jetzt ob in Düsseldorf weiß ich nicht. Da wohne ich nicht. Aber es soll wohl Schnee geben, ja. Justin, okay. Martin, bei mir war es im Angebot. Deswegen. Die Spiele sind öfters mal im Angebot. Der Fischi! Der Fischi! Komplett weiß. Und schon sind wir zu sechst. Ich muss den ganzen Jahr noch mit Krücken laufen. Echt, Skyfall, wieso? PC, Dustin, hab auch gerade gesehen, ja, dann heißt es morgen Schneeschippen. Mal abwarten. Wir fahren hier irgendwo in der Walachei rum. Oh. Nee, damit kann man nur Sachen draufnehmen, die gekühlt werden müssen. Für andere Sachen gibt es andere Auflieger. Aha, dann hole ich mir, glaube ich, einen normalen. Wann kommt LS19 Livestream? Valentin, eventuell am Samstag. Das Spiel hier, das gibt es nicht für die Konsole. Nein, ETS gibt es nur für den PC. Spiel auch ATS? Nee. Nee, Martin, das stimmt wohl. Gut, so, ich hab's doch gekauft. Nee. Hab's wieder gelöscht. Gute Entscheidung. Was hätte ich nochmal eher gesagt, bevor ich das gekauft habe? Hättest ja mal nachfragen können. Patrick, hat das jetzt eigentlich funktioniert schon? Was denn? Der Promods. Ich hab's noch nicht ausprobiert, werde ich hier nach dem Stream mal machen. Ja. Davon fragen, was für ein PC du hast. Suti hat einen selbst zusammengebaut. Hat etwas mehr als 1500 Euro gekostet und ist selbst zusammengebaut. Was, ATS? Nee, Promods. Achso, Joe, ich weiß noch nicht, wann ich den mache. Müssen wir dann mal abklären. Welchen Map hättest du gerne als 19? Das denn? Allstream Farm. Ich meine, jetzt, wenn du Single spielst, ist es schon schön. Martin, was genau? LS? So. Nein. Wir müssen jetzt gleich abbiegen. Hab ich gesehen, Anonymous. Endlich. So, da gibt's doch eine. Geil, Abkürzung. Einmal schön im Kreis fahren. Geht die Straße nicht gerade aus da drüben? Nein, das ist nicht. Versuch's doch mal und sag uns Bescheid. Vielleicht dreh ich dann. Nö. Und komm zurück. Nö. Baustellenampel. Ist die rot? Ja. Ja. Seh's bremsen. Egal. Ja, bremst er doch schon. Und er steht. Ich lass mich ausrollen. Gut. Ja, das sind also. Das ist grün. Also die Olsen Farm im LS, die hatte echt was. Die habe ich sehr, sehr gerne. Ich hatte über 300 Stunden. Ich rutsche eher von meinem Gaspedal ab hier. Komm Steffen, sollen wir dir mal zeigen, wie man baggert? Ja. Können wir halten. Wir halten da mal kurz an. Außenansicht, so die Partie, klar. Hier. Gibt auch so eine, GTA, so, Action Cam. Hier, Action Cam. Alles da. Aber auf der Losberg hatte ich doppelt so viel. Geil, das denn? Sehr geil. Ich. So wieder da. Red Knight, willkommen zurück. Wir schalten da was zu. Nee. Zockst du LS19 auf PS4? Klar, Jason. Da werde ich auch bei bleiben. Wird es nicht anders geben bei mir. Ja, ich bin nur sonst Getriebe. Also, oder halt, das sah auch nicht gesund aus. Drum ist. Muss in den nächsten Tanker raus. Ja. Okay, zu Streams geschaut, muss gleich mal tanken.
Wieder links. Durchsagen. Wieder rechts. Rechts, okay. Nein! Ich wäre Samstag auch in einen kleinen Weiler gefahren, um auf einen Umzug von einem Fastnetzverein oder Karnevalsverein oder wie das nennt. Ach so, Karnevalsverein, ja. Jason LS19 ist eventuell für Samstag eingeplant, denke ich mal. Also Samstagabend bin ich auf jeden Fall live, Leute. Ich weiß nur noch nicht, ob mit ETS oder mit LS19. Faschingsverein meinst du doch bestimmt. Fastnetz kenne ich nicht. Ich kenne Fasching oder Karneval. Bei uns, ich glaube, Karneval. Ne, kann man beides doch nennen, oder? Karneval und Fasching. Wollen wir gleich wieder abbiegen? Rechts. Ihr fahrt zu schnell. Naja, bin wieder runter. Fastnachtsverein. Ah. Bei uns heißt es Karneval, glaube ich. Und was genau LS19, also Multiplayer oder was? Ja, das sind auf jeden Fall Multiplayer. Wenn wir LS19 zocken, dann auf jeden Fall Multiplayer. Ich möchte noch ein bisschen mit euch gerne zocken. Was schon noch? 2000 noch. Nach LS19 könnte ich mitmachen. Ja, klar, Jason. Gucken wir mal. Sogar dagegen. Ich wollte Steffen, Blinker. Aushöhlen. Ja. Aber das ging nicht ganz so gut. Hey, cool, Leute, wir haben 8:30. 50 Zuschauer immer noch. Vielen, vielen Dank. Aber ich fahr zu schnell. Ich fahr zu schnell. So, 70. Aber das Game noch nicht lange, also anfangen. Jason, kein Problem. Und was genau im Multiplayer und bekommt man da auch einen kleinen Maschinenfahrer, lieber mit kleinen Maschinen? Das sind, ich denke mal, ich werde auf die Funmap gehen oder dürft ihr dann wirklich fahren, was ihr wollt? Also die Funmap, da wollte ich gerne mal diese selbstgebaute. Ja, ich weiß nicht, was die da vorne schon wieder umheizen. Selbstgebauten Silagebunker voll machen. Ich fahre genau 75. Ich muss ja mit 90. Ich fahre 65. 65 fahre ich. Muss jemand schlafen? Also da müsst du ja schon dreimal bei mir sein. So, jetzt bin ich dran, 70. Mikro, keine Ahnung, 22 Uhr auf jeden Fall. Danke. Nee, so Typ hat ja gut, Landstraße 60, ja. Ja. Das hat ja nichts zu sagen, schlafen. Guck, wir sind 50 und der Steffen fährt 70, was soll ich jetzt sagen? Und Kaffee und laute Musik. Okay. Ich muss ja nicht spenden, nur reich als schlürfen. Moin, moin, Lord Noob. Möp, möp. Schön, dass du da bist. 80. Soll ich mal runterschalten? Nö, ne? Ich beobachte euch. Kann man da auch blitzen? Wenn ja, es wird quasi geblitzt. Rote Ampeln, musst du alles für bezahlen. Was ist hier schon wieder Rockblinker? Ich hab grad auch noch geliked. Dankeschön, Animos. Vorsicht, guck mal, wir haben es im Berg hoch geschafft. Baustelle, je nachdem, was ihr seht. Gar nichts. Gar nichts. Kommt gleich. Hast du Hallus? Oh, mein Nein, Fuß. Kommt gleich. Oh, ich seh gar nichts. Mein Fuß zählt eingeschlafen. In NRW Skyfall, mehr sage ich nicht. Heute muss ich wieder Gas geben. Wir sind gleich da, Leute. 125 Kilometer noch, dann sind wir schon in Litauen und dann geht's und weiter hoch. Ab nach Baltic Sea. Oder der macht sich bereit fürs Überholen, der macht Reifenwurm. Ja, das ist Einführungsrunde. Ja, die geht noch 119 Kilometer. Tankstelle voraus, der muss tanken. Schaffen wir noch. Halb voll krieg ich hin. Leute, wir sind kurz vor den 10.000. Noch 890 Kilometer haben wir 10.000 mit dem MN schon gelaufen. 542 Kilometer schaffe ich noch. Da guck mal, wo der ist. Der ist da vorne schon fast bei der Tankstelle. Das ist gut. Na, und geht es, Lord Noob, nach Litauen, genau zu nach Wilna. Grafikkarte, launen eine GTX 1060. Nehmen wir ein Special an, Herr Winzig. Miko, da kann ich aber nicht in Kolonne mitfahren. Das funktioniert nicht. Ich fahre jetzt eine 58. Mit einem Special-Anhänger, also mit einem Schwertransport-Anhänger, in Kolonne fahren, das funktioniert nicht. Ja?
Joe, irgendwas um die 40 Euro, glaube ich. Du musst doch bestimmt stehen auf deinem Gaspedal, ich. Und Sky fordert sich auch an dich. Naja. Bei dir ist es doch so, bei dir klappt doch das Gaspedal nach unten. Du musst doch mit dem Fuß nach oben ziehen. Ach nee, du hast ja gar keins. Der fährt ohne Gaspedal, der kennt nur eins. Ja, binäres Gas, 1 oder 0. Entweder voll oder nicht. Bremsen, 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 bremsen. Wo hast du die gekauft? Joe, was denn? Die Karten? MMOGA oder wie das heißt. Hi, Zicke-Zacke. Was magst du am liebsten an Eistee? Red Knight, Zitrone. Zitrone und Pfirsich. Zeit gehabt. Ich kann auch heute Nacht. MMOG. MMOGA. Was heißt das eigentlich? Macht's wie LKW-Fahrer. Flasche und rein da. Toll, die Flasche reicht aber nicht. Die halt 0,2 Liter Flasche. Ach so. Ich hab eine halbe Liter, aber der. Naja. Reicht. Ich hab ein Glas hier stehen, kann ich dir noch anbieten. Ja, ich muss aber AA. Ah, ah. Da haben wir eine Tüte. Wenn du gut triffst, reicht auch deine Flasche. Ich muss aber AA, ah, ah, sagt ihr. Metallschüssel da. Achtung, Hucke. Ich muss mal AA. Ah, ah. Gegenverkehr. Der hat's eilig. Boah, was ist das für Vögel? Ich hab Pfirsicheis-Tee neben mir in der Flasche. Sehr cool, Red Knight. Ich bin halt hinten rumgekommen. Wer ist nicht raus? Bus, ich will auf den Bus. Kann man dort auch die Inneneinrichtung machen? Ja, so die beiden Inneneinrichtung, außen, alles möglich. Guck, da ist ein Wackeldackel, also ein Hund, ein Portemonnaie, mein Handy, meine Brille, mein Navi, MAN. Nee, weil ich versprochen habe, ich mach alles, alles möglich, ja. Ich eingeschlafen bin. Ich überleg gerade, ob sie einen Abonnent für mich ist. Sie sind neu hinter uns. Kurz die Abo-Liste durchgegangen. Nö, ich muss mich mal gerade hinsetzen. Hier, Freunde. Einfach mal gerade hinsetzen. Wie viel kosten die Karten jetzt? Irgendwas um die 40 Euro anonymous. Ich weiß es nicht genau. Ich habe die halt alle im Angebot bekommen. Deswegen kann ich das nicht genau sagen, wie teuer sie jetzt wirklich sind. Ist er noch mehr angeschnappt? Doch, ruf doch an. Lass uns doch teilhaben. Nee, da sind ja alle. 45 noch. Wo geht's dann hin, Leute? Dann gehen wir noch weiter hoch, ne? Wir machen noch kein Feierabend, wir fahren noch weiter hoch. Das macht doch hier der Bauchklatscher. Steffen, du bist ein richtig guter Navigator heute. Das ist mich, aber ich erstmal nicht zuschauen, dass wir. Weil da seht dann links halten. Joe auf MMOGA. Beziehungsweise über den Link von Dirk42. Ich finde es eine Frage gestellt. Ist für dich eher unwichtig, aber mir ist dir sehr, sehr wichtig. Okay, Buschkrieger Danny, gucke ich mir dann an. Ciao. Helge, siehst du mal, wie es mir werde ich auf jeden Fall auch später antworten. Ich wollte nur gucken, ob euer Plan. Ja, Red Knight ist geplant. Naja, nein, 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 Red Knight, das weiß ich noch nicht. Ich muss vielleicht noch ein paar Videos aufnehmen, muss ich mal gucken. 30 Kilometer damals. So, die Party B und Endline zeige ich dir gleich. Du kannst halt nur an die Stellen ranfahren. Ich zeig dir das jetzt. Getränke holen und. Avatar, du warst sehr geil. Gerne, Danny, dafür bin ich da. Für meine Community sowieso immer. Wenn der AA macht. War das so lange? Nee, nee. Hast du jetzt schon gemacht? Was AA? Dankeschön, Knitte. Ja. Denkst du das? Helge denkt nur so, oh mein Gott, Kopfkino. Meinst du das noch alleine? Torben, grüß dich. Nein. Da muss einer helfen. Da stand gerade ein Polizist. Ja. Den hab ich überfahren, der Arme. Toll. Was hat denn der auch zu suchen? Ja. Hast du gesehen, dass ich dir auf Instagram gefolgt bin? Ja, Madu, hab ich gesehen. Ich habe auch gesehen, Madu, dass du heute eine Donation dagelassen hast. Gibt's am Wochenende einen guten Morgenstream? Lord Noob ist für Sonntag geplant, ja. So, vorne kommt der Ampel. Ziel ist in Sicht. Das waren jetzt über 700 Kilometer, ne? Jetzt habe ich nicht bei dem Support hier. Baltikum Rundreise 3 von 35. Ach, der läuft im Fernsehen, Avatar, echt? Da bin ich schon fertig. Wusste ich gar nicht, dass der im Fernsehen läuft. So, Leute, erster Aufenthalt in Vilna. Achtung, bremsen! Oh. Entschuldigung.
Kann sein, dass mir einer hinten reingeknallt ist? Ja, ich. Okay. Echt, Danny? Hat jemand vielleicht eine Produktschlüssel? FIFA, Büro, nee, Boro. Noch ein Stückchen weiter. GNT. Und jetzt da rechts. Wo muss man hier rein? Sind wir schon dran vorbeigefahren? Bremsen! Das Tor ist zu. Oh ne, ist ein Bug. Ist ein Bug. Das geht nur auf, wenn du selbst davor stehst. Ach so. Wenn ich jetzt fahre, kollidiere ich dann mit Steffens Hänger? Nee, ne? Nein. Anonym, grüß dich. Passen aufs Tor. Jetzt geht's bei dir langsam auf. Ah, sehr gut. Das ist halt in bestimmten... Ich find's geil. Zicke, zacke, weiß ich noch nicht. So, einmal einpacken hier. Jetzt komme ich mal genau vor der Linse gefahren. Ich will auch mal. Wieso? Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja, komm ich jetzt nicht reingehen. Oh, jetzt. Ja, Florian. Da hast du es wieder verkackt. Jetzt kann ich erstmal schnell die Garage kaufen, mein Bio und dann muss ich raus. So, einmal abliefern, Leute, und dann geht's weiter nach oben. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da... Ich muss hier auch an sich gehen. Ach du Kacke, voll verhauen hier. Anonym, perfekt, ne? MAN-Power. Ich muss ja erstmal noch abgehen. Da kommt ein Elke. Lenken, lenken, lenken. Boah, ist der fies hier. Der ist echt gemein hier. Geschafft. Gott sei Dank, der war auch echt fies hier. Servus Flo. Alles zum Live, willkommen. Das gibt Cash. 1082 EPs, Leute. Sehr geil, kurz vor Level 11. 794 Kilometer. Das waren übrigens 794 Kilometer. Mhm. Ja. Ich hab wieder Geld schöne gemacht, EPs. Von dem ich jetzt 100 pro meine Schadens wieder bezahlen muss. Oh. So, ich bin da mal kurz weg, ne? Ja. Und den Rückwärtsgang rausnehmen. Oh geil, ich hab was nach Göteborg. Ja, das ist ja ganz schön weit. Oh geil, Weihnachtskekse nach Finnland. 829 Kilometer. Alles zum Live, dankeschön. Ich gehe mal wohin. Mal sehen, ob ich... Wie ist denn das jetzt? Wie, ab nach wie vielen Minuten wird man gekickt? 5? 10? An, dann glaube ich gar nicht. Oh ja, doch. One Blinker geht auch. Patrick? Ja? Weihnachtskekse nach Turtuk habe ich. Ja, ich auch. Voll geil. Wo ist hier eigentlich jetzt Baltic Sea zu sehen? Das ist doch hier noch gar nicht, ne? Oder ist das hier? Nervnet, willkommen. Ich muss mal kurz in die normale Map gucken. Wartet mal. Willst du da hinfahren? Oder? Da müssen wir jetzt mal gucken. Ach doch, wir sind doch schon in Baltic Sea. Genau, jetzt fahren wir da weiter hoch. Alles klar, Leon. Leon, cool, dass du wieder so lange dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das kommt noch, Lord Noob. Das kommt noch. Wir müssen jetzt erstmal auf die anderen warten. So, ich bin wieder da, aber ich muss kurz erstmal telefonieren. Nebenbei. Okay. Was haben wir denn hier so? Ne, das geht wieder nach unten. Nach unten wollte ich eigentlich nicht fahren. Hat jemand was nach St. Petersburg? Ich glaube schon. Ich hätte auch was nach Estland. Das ist genau da, wo wir eigentlich hin wollen. Estland? Ich hätte hier noch was nach Estland. Dritte Seite. Postpakete nach Tallinn. Postpakete.
Ja. Manchmal bin ich etwas verrückt, lache immer sehr gerne, Mardu. Wir sind alle verrückt. Ich bin auch verrückt, Mardu. So, ich esse noch was hier. Meine Printen müssen mal weg, oder wie die auch jetzt immer heißen. Das ist aber doof. Tallinn. Ja, genau. Ja, doch, hab ich. Hab ich gerade gefunden. Was mit den anderen? Mein Lumpi. Dann könnten wir. Dann könnten wir nämlich die Tour fahren. Ja. Könnten wir nämlich stehen da hochfahren, dann sind wir schön weit oben. Ich hätte auch eine Tour nach Venedig. Nee, das habe ich noch nicht. Gibt's einen Hunderter dafür? Joe. In MMOGA. Sorry, Lord Noob, hab dich lieb. Hab aber Hunger. Aber Gigaliner gibt's nur in Schweden, ne? Gigaliner nur in Skandinavien, ja. Das war geil, Leute, mit Gigaliner fahren. Da waren wir in Schweden oben. Wie Knüppel da haben wir? Manu, ja. So, bin ich wieder da. Warte. Kann sein, dass die Strecke Autobahn ist. Ich will keine Autobahn fahren. Kau erstmal bitte hinter. Viel Autobahn gibt's in Lettland. Nee. Town, Estland nicht. Geht's denn eigentlich hin? Wir hätten nach Tallinn was, Postpakete. Ne, ich guck nicht, da werde ich gekickt, wenn ich so lange im Menü bin. Dann würden wir das fahren, dann sind wir ganz oben in Estland. Ich werde dran so, Red Light nicht in der Kolonnenfahrt. Das geht nicht. Schaffe ich nicht, geht nicht. So, bin wieder da. Sehr gut, guck mal, ob du was nach Tallinn hast, nach Estland. Nach Tallinn? Tallinn meinetwegen. Estland Postpakete. Bei mir auf der 5. Seite. Oder Weihnachtsschmuck gibt's auch noch. Tallinn ist. Ja, mal gucken. Müssen ein roter Auflieger sein. Boah, ich kann noch zurück in die Tschechische Republik. Oder hier, Auto, nach Krakau. Oder nach Schweden. Nach Göteborg. Oder bis nach Finnland hoch. Es gibt auch Weihnachtskekse nach Finnland, auch sehr geil. Anonymous, die Schwertransporte seht ihr ja im Video. Habt ihr Tallinn? Warte doch mal bitte. Ja, Entschuldigung. Ich hab Tallinn. Ich muss gerade hier alles aufbauen. Ja, der ist nice, aber der gibt 2000 Euro weniger, mein lieber Miko. Tallinn. Martin auf EU3. Tallinn ist gebongt. Können wir nehmen? Nee, warte. Ja. Nein. Okay. Nein. Ich muss gucken. Was ist es? Kein Problem, Miko. Ja, Postpakete. Rot-Weiß. Postpakete. Postpakete. Ja, ich guck gerade. Postpakete. Gibt auch Weihnachtsschmuck nach Tallinn. So, Freunde. Während wir hier auf unseren anderen schönen lieben Kerl warten, lasst nochmal einen fetten Like da, würde ich mich mega drüber freuen und gerne abonnieren. Ich finde. Nee. Wo liegt ein Tallinn? Vor allem sind nur 11 Tonnen und unten das sind 20 Tonnen, ich krieg weniger dafür. Westlich. Ronald, ja, wir warten. Okay, tut die Party. Achso, Ronald. Postpakete hab ich. Gut, dann annehmen. Ja, Ronald kommt nach, sagt er gerade. Also kann ich annehmen. Ja. Ja. Ein herzlich willkommen an meinen einen Zuschauer. So. What the fuck, 30 Kilometer. Das ist doch schnell. Ja, mit 90. Ja, fahren wir den mal schnell abholen. Wahnsinn. Gibt es einen zusätzlichen Button, normaler oder fetter Like? 20.000. Ja, Danny, genau. Okay, ich 22.000. Ich bekomme nur 28.000. Nur, ich krieg gerade mal 16. Ich bekomme 28.700. Okay, 17. Schön mit der Handbremse hier rum.
Oh, geil. Achtung, Blitzer. In der Kurve, 560 Euro für mich. Tallinn, Ronald. Ja. Ronald. Kann man das eigentlich einstellen? Ich denke da nie dran. Gute Nacht, bis morgen. Alles klar, Nico, bis dann, bis zum nächsten Stream. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Warte, das war gelb und muss Strafe zahlen. Was ist denn das für ein Land? Oh, da kann ich noch gerade tanken fahren. Gehen wir noch gerade tanken, Freunde. Wo willst du hin? Zu tanken? Tanken, ja. Ich tanke auch noch mal drauf. Also, ich müsste das noch nicht einmal tanken. Will ich damit etwas sagen? Du bremst ja auch nur. Dass ich. Ich kann oder. Lumpi ist noch unsicher. Also es wird auf jeden Fall ein Stream geben. Ich weiß nur noch nicht, ob LS19 oder ETS. Aber der Mega-Konvoi, falls nicht, wird auf jeden Fall wann anders sonst stattfinden. Hier ist ein LK bei mir, der blinkt. Ja, bei mir auch. Ist, wenn man externe holt. Die alle von mir blinken auch. Kann man auch aussteigen, Joe? Nein, das geht nicht. Aussteigen ist nicht möglich. Oh. Ich glaube, das war ein Blitzer. Wer wurde da geknipst? Ich glaube, Helge. Nee. Warum war das dann ein O? Ich hab's nur gehört und dachte, oh, jetzt ist jemand dran. Also ich war's nicht, ausnahmsweise mal. Ich glaube, es war der Michael. Nee, ich komme jetzt erstmal im Blitzer vorbei. Was der Ronald? Ich weiß auch nicht. Ich stehe noch. Es kann sein, dass es. Ja, nicht. Kann höchstens sein, dass es mein Kredit war. Dass ich dann eine Rate am Kredit. Nee, weiter kein Blitzer war. Nein, der MM sieht mich ab. Schlupf's mich. Das geht nicht. Ich hab schon 750 PS und komm nicht hinterher. Und ich hab nur 400. Mh, das ist peinlich. Achtung, Blitzer. 440. Mach das, Dresi. Wie stelle ich das mit dem Pichoco-Truppe ein? Martin, wie muss man denn hier fahren und muss ich dir mal erklären. Ja, eine halbe Weltreise hier. Das. Ey, es ist rot! Das war billig, 300 Euro. Und mir knallt mal wieder hinten rein. Red Knight, nein, wieso? Was meinst du mit. Oh, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch! Boah. Glück gehabt. Liegt das? In Estland. Estland, okay. Die Hauptstadt von Estland. Ach, da oben. Tallinn. Ich fahr schon wieder so schnell, Leute. Das wird wieder teuer. Lieber etwas langsamer. Prost. Prost. Ich hatte mein Bier geholt. Ja, Prost, ja. Ich auch. Prostet. Prostet Neujahr. Ach hier, Weihnachtsschmuck. Habt ihr Weihnachtsschmuck? Nee, Postpaket. Leute, 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 schön, dass ihr auf jeden Fall ist alle da seid. Ist ja egal, mega. Mega, 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 mega. Mega fettes Dankeschön. Ganz, ganz fettes Dankeschön. Gefahren, ja, ja. Huch. Kann man mit. Entschuldigung. Entschuldigung. Noch für die Kinder? Ja, alles gut. Ich hab da keinen Schaden gekriegt. Toll, ich aber 50. Zeig mal, was Pichoco hier kann mit seinem MN. Zockaku, herzlich willkommen! Dankeschön. Freut mich, dass es dir gefällt, Zockaku. Nee, das ist mein Platz.
So. Fahren wir schön alle mit roten Hängern, Leute. Leon, mache Schwertransporter, mache ich in den Videos. Werdet ihr ganz, ganz viele jetzt von mir bekommen. Abgefuckt, danke! Kannst du dich mit PS Plus aus? Hab mir PS Plus gekauft, aber hab's immer nicht. Was kann ich machen? Erstmal abgefuckt, danke für deinen Euro. Du hast dir PS Plus gekauft und hast es trotzdem nicht. Wie meinst du das? Also du gehst ja in den PlayStation Store. Oh, der andere Hänger ist meiner. Du gehst ja in den PlayStation Store und kaufst es dir. Da hast du dann wahrscheinlich mit PayPal bezahlt. Und dann? War zu Ende oder was? Du kannst aber auch gerne in den Chat schreiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast es trotzdem noch nicht. Naja, normalerweise kaufst du dir im PlayStation Store. Und... Wartet ihr mal, bis alle da sind? Hast es dann auf deinem Konto? Also so kenne ich es. Ich mache mal kurz ein Bild. Ich will mal kurz ein Bild machen. Habt ihr weiter als ich? Ronald? Ja. Das Video, Patrick. Wie? Yeah. Mit dem Knaller. Ach so. So. Immerhin. Bitte was? Nix, ja. Nix. Welches Video mit welchem Knaller? Achso, Martin, du musst Tab drücken, dann rechte Mausklick, dein Namen, dann hier unten auf Settings, und dann gehst du hier genau auf General und da, Player Tag. Hab mit PaySafeCard bezahlt, dann könnte ich auf einmal nicht mehr die PaySafeCard bezahlen, hätte es nicht. Ja, Moment, du hast mit PaySafeCard bezahlt, dann hast du es doch. Normalerweise muss man dann ein bisschen warten, glaube ich. Du kannst auch F10 drücken für Foto. Echt, Leon? Okay. Warte mal, ich mache immer einen. Ja, Lotten, du auf jeden Fall. Weiß. Kann man da einen reinfahren, Joe, natürlich. Hi, Elli, grüß dich. Weiß ich nicht. Bei dir? Nicht heißt so wie im Spiel, ist einfach. Wenn wir Spedition hätten, kämpfen wir die voran. Wenn wir eine hätten, wären wir schon Millionen wert. Voll in die Nasse räumen. Meine ich auf Platz, wenn ich ehrlich bin, ich habe eine eigentlich auf Platz 300 im Ganzen. Sind wir fertig? Ja. Genau, nicht dafür geworden, dass ich immer los gehabt. Können wir? Bin ich wieder anders? Ja, ich warte. Weihnachtsgeschenke laden. Ich bin schon auf dem Weg. Also ich habe noch 572 Kilometer. Was? Wir haben noch 20. Lol, wieso fährst du vor? Ich fahr jetzt los. Wir haben noch 620 Kilometer. Ne, ihr seid doch zurückgefahren, oder? Nein. Doch. Ich stehe immer noch. Nein. Mein Hänger, ja, hier, so sieht ganz aus. Aero Balticore. Passt so ein bisschen. Das Rot passt auf jeden Fall zu meinem LKW. Sehr geil, das Rot passt. Mission Ronald Arduin. Patrick, hast du am Wochenende was für Flash on Stream gehabt? Ja, Danny, Stream Samstagabend 17:30, 18 Uhr. Und Sonntagmorgen. Und wie lange dauert das, weil wenn ich auf PS Plus gehe, steht da das mit den verschiedenen Monaten DM. Er fahrt jetzt nicht wirklich 50 hier, oder? Abgefuckt nochmal, danke schön wieder 1 Euro. Ja, normalerweise 1-2 Tage. Also bei mir ist es direkt da. Das Komische ist halt, du gehst ja wirklich in den PlayStation Store, du wählst dann aus. Sagen wir jetzt mal, du willst 12 Monate haben, zahlst 60 Euro. Und dann hast du eigentlich es direkt. Also so war es zumindest bei mir. Dresi, was gibt's? Anonymous hat auf jeden Fall was, ne? Moin, Theodor, willkommen. Das am Wochenende, das ganze Wochenende. Alles klar, Lord Noob, gute Nacht, Dankeschön fürs Zuschauen. Aber YouTube ist gut auf Arbeit. Hide and Seek, Danny, nee.
Denke ich mal nicht. Also denn wie gesagt, Samstagabend ist ein Stream geplant, LS19 Multiplayer. Und Sonntagmorgen LS19. Guten Morgen Stream. Gute Nacht, Anonymous. Dankeschön. Nee, Ampelrot. So. Zickzack, ich weiß noch nicht, ob es ETS geben wird. Ich lass mal rollen. Theresi, du kriegst eine E-Mail, sobald das verfügbar ist. Ja, du musst ein paar Missionen erst machen. Hol dir nach dieser Fracht mal einen eigenen Hänger. Skyfall, könnten wir... Ah, das möchte ich mal in Ruhe gucken, Skyfall, weil du kannst dir den ja auch selbst lackieren und alles, ne? Ja. Er macht's schon wieder! Einer Freund hatte es direkt und der andere hatte es nach zwei Tagen. Ist das normal, dass das dann eins... zwei Tage dauert. Abgefuckt nochmal, Dankeschön. Ja, das kann gut sein. Wart mal lieber zwei Tage. Ein, zwei Tage warten, wenn du dann immer noch nicht da ist, dann meldest du dich nochmal. Ach so, Anonymous. Okay, ich dachte, du gehst bitte jetzt. Noch? Ja, bitte. Er lebt noch. Lebt noch. Ich lebe noch. Hi Victor, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Also ich muss erstmal mit Noelke ein paar Missionen machen. Dann kommen langsam Schwert. Genau, Drisi. Erstmal ein bisschen machen und dann kriegst du eine E-Mail. Oh, Helke fährt vor. Ja, klasse. Dass du jetzt Schwertransporte machen kannst. Achso, wo fährst du denn? Bist du verrückt? Er macht schon wieder. Hat sich das angehört? Er macht schon wieder? Wie was? Nein, du sollst dich dann wieder melden, falls es nicht klappt. Ich wahrscheinlich. Dann lieber abgefuckt. Wenn es nicht klappt, einfach nochmal melden. Weiß ich nicht. Geil, zicke Zacke, sehr geil. Was hast denn du für kleine Büchsen? Flaschen. Boah, Viecher hat. Der Viecher hat so eine richtige Bambusleitung. Sagt, bei dem muss man aufpassen. Ein Opa-Rang, Dresi, den gibt es tatsächlich nicht. Das ist eine... ein Lauch. 0,33 Liter Flasche. Moin Kochi, dankeschön für dein Like. Willst du schon wieder in die Flasche pinkeln? Nein. Ciao, Tim. Ach, dein Bier ist leer. Ja, da sind immer Löcher drin. Schon so leer. Da hat er schon heimisch getrunken hier. Drei Stücke genommen und schon wieder fast leer. Oh, da vorne steht der Ronald. Ach, hast du mich schon gesehen? Bauen wir den Multiplayer auf World of Trucks? Ja, zicke, zacke. Der war rot. Der war rot. Ja. Oha. Oha. Ja, heute fährt die 16 bis nach Istanbul. Na, da haut's doch hin. Das geht's doch komisch. Nein, meine, du hast kurz nach der Spende gesagt, er macht schon wieder. Was bedeutet das von mein Geld? JZ alle XD. Abgefuckt nochmal, Dankeschön, genau das meine ich. Die ganze Zeit so ein Euro raushaust. Danke, 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 danke. Gerade ausgefahren. Au! Nee, ich hab. Blitzer. Ich auch, danke fürs Warnen. Bitte, bitte, kein Problem. Hat es Ärger nicht gereicht. Oh. Echt, Anonymous? Tatsächlich, stimmt. Mir fehlen noch die zwei Grünpunkte. Ist mir nie aufgefallen, Anonymous. Mir fehlen nur die vier Punkte. Oh, was ist aber los? Los. Leute, mach den. Ich muss los. Ich hab's da wieder gemacht. Jetzt kommt noch ein könnt. Ja, es war halt. Ja, gemacht? Gut. Ja. Ey, wird dich überholt? Nur weil ich einen Scania habe.
Voll so Mobbing, nur weil ich einen Scania hab. Warum sieht er immer schon wieder ab? Ich überhole da mal, ne? Ja. Feier MAN! Zugspotter, ja, willkommen zurück! Mann voran, ne? Auf jeden Fall. Ich dachte, ich bin extra durch. Soll nicht so sehen, dass ich keine Power habe. Da vorne, das Mercedes-Battle. Fahrt ihr jetzt Knallgas oder was? Ja, ich hab die Pakete und ich war schön gewidrig. Vielleicht knutschen sie sich. Es gibt bloß ihn, der ja Knallgas. Warum ist mein Tempomat wieder drin? Ich hab den noch rausgenommen. Achtung, Überholer. Was soll der Gott zu uns? Was machst denn du? Ja, nein. Aber Gaming TV, du musst deinen Steam-Account öffentlich stellen. In Fortnite enden heißt der Nu und hab alles. Äpfel, du musst mich bitte enden. Ja, ich vor 90 komme nicht wieder her. Nein, der Bambus-Leitung kommt. Bambus-Leitung. Bestimmt bei 1-1. Nur bei Schale 50. Boah, ist mit dem los? 400 MS-Port gehabt. Oder Vodafone. Weiß ich, Tresi, kenne ich. Ey, sag nicht gegen Vodafone, ich wechsle gerade zu Vodafone. Nee, Vodafone ist klasse, ich habe keine Probleme. Ich bin gerade bei YouTube, beim Handy, ich wechsle zu Vodafone. Hallo, Sviat Glockhoff, herzlich willkommen. Keine Ahnung, die wohnen jetzt alle auf einmal. Ich fahre MAN, ich darf mein Tempo nicht verlieren. Ich fahre Mercedes. Ach. Hallo, kann man hier einmal... Hey. Alter, hey. Das waren keine 50 Meter. Entschuldigung! Ich mag ETS, ich komme aus Polen. Sviat Glockhoff, sehr fahrt cool. Überhaupt 90, oder? Durch Polen sind wir heute durchgefahren, ja, hier. Da schleicht ihr. Vielleicht fährst du ja 100. Der erste fährt keine 90. Also ich fahr 90. Ich fahr auch 90. Irgendwie komm nicht hinterher. Niemals. Ich fahre 90. Mit einer 0 hinten dran? 900? Nee. Jetzt fährst du plötzlich 0 oder was? Ja, mein Motor hat Schaden. Ich glaube eher, dass du einen Schaden hast. Oh. Können wir mal kurz auf der Tanke fahren? Nein. Doch, Papa muss pipi. Schon wieder? Achso. Oh, jetzt Tank knallt er hier mit. Der Michel hier noch vorbei. Bremsen. So, ich muss mich kurz hier einstellen. Ich frage mich nämlich, warum mein Tempomat wieder drin ist. Der ist gar nicht an. Warum kann ich nicht erst 90 fahren? Ich hab's gefahren. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Ist der dir rein? Oh, ey! Michel! Volle Lotte. Gaming TV habe ich dir gerade erklärt, du musst deinen Steam-Account öffentlich stellen. Dafür gehst du in Steam, in deinen Account, ja, alles, oben rechts, Einstellungen, halt Profil, ja, und dann Privatsphäre. So, wir können weiter. Hast du überhaupt einen? Ich habe 18 MRM, ich habe 380 LKWs. Warum fährst du dann Scania? Weil es wurde gesagt, ich darf den LKW fahren, den ich will. Das stimmt wohl. Ich wusste ja nicht, dass alle mit MAM hier kommen. Ich nicht. Ey, das gewusst hätte ich auch mit MAM gekommen. Wer fährt vor? Ich Helge ist noch hinter mir. Na, fahr doch einfach mal nicht stehen bleiben. Einfach fahren. Was soll denn das am Samstag werden? Ja, das frage ich mich ja. Da brauchst du ein dickes Konto, weil du hier ständig irgendwelche Crashs baust. Blechschaden. Ja, sehr geil, Dresi.
Ja, die kenne ich, diese Wohnwagentransportage. Leute, wir haben 21.10 Uhr, wir sind noch 55 Zuschauer. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Hi, Poldi, mein Freund. Ja. Gaming TV, nein, dann hast du das noch nicht auf öffentlich, sonst würde es gehen. 499 Kilometer. Fahre ich 500. Dann würde das wirklich gehen. Weil das ging bei mir auch erst nicht, dann bin ich in Steam gegangen, habe mein Profil öffentlich gemacht und dann ging es. Wir folgen der Straße geradeaus. Anonymous, ja, im Multiplayer darfst du nur mit PKW fahren, ja. Bei mir ist ja keine Baustelle. Nö. Hi, geh gleich schlafen, schreibe morgen arbeiten. Deswegen, Jason, kein Problem, viel Glück morgen, du machst das schon. Hi, bin wieder, weißt ja, ich bin um die Uhrzeit immer weg. Genau. Kochen, schlafen, bereit machen und so weiter. Klar, Lele, gar kein Problem, Lele. Freue mich, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Mein Weihnachtsschmuck immer noch stehen. Ich hab bloß ein Räucherhäuschen stehen hier. Okay, zicke zacke, weiß ich Bescheid. Ich muss mal auch ehrlich sein, der steht bei mir das ganze Jahr. Du bist bestimmt so ein richtiger Zocker, der Rollladen unten hat, Zimmer dunkel. Nee. Bier rechts, links die Chips. Ja. Chips ist am PC verboten. Da klebt mein ganzes Lenkrad. Dann halt Kekse. Ich guck mich gerade so um, ihr habt recht. War klar. Seepferdchen in der Badewanne wieder nicht bestanden. Ach man, Madu, verdammt. Was macht denn der 3D-Drucker? Aber Madu, ich muss echt nochmal Danke sagen. Ich bin immer noch baff. So heute eine Donation hier rausgehauen hast. Vielen, vielen Dank. 3D-Drucker. Hängt an MAN Logo. Ja, Lede, ich fahr ja auch MAN. Dann steigt jetzt ein Sechsteuergeschäft ein. Das ist auch geil hier, Leute, wie das schön so reflektiert mit der Sonne. Hi Daniel, servus. Daniel, wo ist dein Kanalbild? Da könnt ihr jetzt ein Kreusel. Also denkt an Großbritannien links rum, ne? Kam vom Herzen, auch von mir, Madu. Hier, und du musst das. Läuft bei dir, Steffen. Läuft. Also Steffen und LKW fahren, ganz gefährlich. Oh, Junge! Oh, ja. Hä? Könnte der nicht? Warum warne ich eigentlich wegen einem Kreise? Wir schaffen es doch eh nicht. Wir schaffen es nie. Nächstes Mal fliegen wir über die Insel. Matthias, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich war das. Mal wieder. Naja, wir haben dir selber rein. Nein, wir fahren nach Tallinn. Lettland? Hey. Lettland war das? War das Lettland? Das ist schon gut, dass du keinen Führerschein hast, Steffen. Ich hab auch keinen. Finde ich auch. Ja, Michel, du würdest ja auf der Autobahn auch mitten drauf stehen bleiben, weil du nicht aus dem Puschen kommst. Nee, ich darf eh keinen machen. Wieso nicht? Wegen mein Fuß, weil der versteift ist. Und dann darfst du nicht? Nein. Da war's aber ärgerlich. Na dann wenigstens LKW fahren auf dem PC. Ich kann ja nicht richtig bewegen mehr. Nee, Anonymous, das ist aus dem Radio. Dann darfst du da nicht mit, sagen wir mal jetzt, es gibt ja auch Fahrzeuge. Ich weiß. Also anders. Ja, Dresden sind wir. Oder speziell dafür gemacht. Die durfst du dann aber irgendwie. Keine Ahnung. Habe ich nicht nachgefragt. Aber es ist auch viel teurer als die, wenn ich. Ja, Anonymous habe ich. Hi, Baum. Die sowas hat. Kenn ich Anonymous, kenn ich die Bär. Ja, wenige, die alles am Lenkrad haben. Ja, gut, das stimmt allerdings. Und ist teurer. Hm, danke. Hat nicht jeder ein Versicherungskennzeichen? Zu viel sehen, Zuschauer, danke. Helge, du hast. Ach, du kannst jetzt nicht weiterfahren, oder was? Was denn? Ja, was denn? Nee. Zollkontrolle. Da war gar nichts. Nee, eine alte. Schade, ich dachte, Steffen wird jetzt gefilzt. Natürlich, das Matthias. Sehen die, der fährt schwarz. Er hat sich auf das gezielt. Sagen Sie bitte aussteigen, Sie haben Schuhe. Nee, Lele, printen. Printen? Allgemeine Fahrzeugkontrolle. Führerschein und Fahrzeugkontrolle. Wie heißen die nochmal? Vor allen Dingen. Ach, mir fällt gerade nicht ein. Keine printen, das an Lebkuchen. Doch, gehört ja noch dazu. Wir fahren. CC2 fahren wir noch nicht aus der EU raus. Nö. Oh, krass, Daniel. Es war spontan. Happy Choco, was fahren Sie aktuell?
62. Printnähle. Bin ich gut mit meinen 63. Weiß ich nicht. 65. Wie erkläre ich das jetzt? Printen. Genau, so ähnlich wie Lebkuchen, nur besser. Ich weiß, warum ich die Schwerlastmission mit Mercedes. Matthias, ja. Kann ich mir vorstellen, Daniel. Wo fahrt ihr gerade hin? Mika? Nach. Wie hieß das jetzt? Das ist dafür Tallinn. Kein Lettland, glaube ich, war das jetzt. Für die Schwerlast, natürlich. Wie schnell fährst du, Steffen? Bitte? Wie schnell fährst du? Ich fahre extra langsam, dass ihr das nachguckt. Stimmt. Renault hat keinen Fiat-Achser. Wieder eine wunderschöne Baustelle. Ich wusste gar nicht, dass es in Lettland Baustellen gibt. Ja, sonst auch gibt. Hier ist ein Bus. Hast du gelesen, Anonymous? Was kann man bei dir Schülerpraktika machen? Bei mir? Okay. Bitte einsteigen, Fahrgäste. Zocken möchte, Updates machen. Ja, ich verabschiede mich. Ja klar, Danny, kein Problem. Dankeschön. Nee. Bis zum nächsten Mal. Nee, Daniel, wir hatten schon den einen. Ja, was heißt Unfall? Ich war's nicht schuld. Also, ich bin eigentlich schon gut gefahren, ja. Nur wieder ein Kreisverkehr. Nächste Übung. Denk dran, Steffen. Jetzt bitte wie die Profis. Ich halte schon Sonderabstand. Ich auch. Den kannst du nicht vorne wegfahren lassen. Aber schlimmer hinten ist ja noch schlimmer. Ja. Hinten blendet der euch immer. Jawohl. Aber hey, er hat's geschafft. Er muss ja nur rechts abbiegen. Ja, Daniel, Steffen ist gerade im Kreisel hängen geblieben. Na, dann sollte es ja gehen. Das ist ihm tatsächlich passiert. Vor uns ist ein fremder LKW. Juhu! Hä? Lasst ihn jagen gehen. Da bist du ja schon weit vor uns. Ja. Ja, Steffen hat's nicht so mit Kolonne. Achtung. Er fährt gerne Einzelkämpfer. Achtung! Ey, er kommt nicht nach! Ich fahr 70, ihr Leute. Niemals. Ich auch. Ich wollte gerade sagen, du fährst 70 in der 50er-Zone. Ja, hier war gerade 50 jetzt. Daniel auf jeden Fall, nur er. Ja, 70. Hm. Jetzt wieder. Kreisverkehr. Kreisel. Nächste Übung. Auch wieder so nee, Daniel, man muss ihn einfach nur an die Hühner erinnern. Ich hab genug Abstand. So, mal gucken, ob er es schafft. Passen. Ich auch, sollte passen, ja. Ohne zu bremsen. Mal gucken, ob es Steffen schafft. Oh, der knallt aber auch da rein. Noch ein Kreisel. Besoffen. Ein Kreisel. Da hat doch wirklich noch einen. Aha. So, gut geklappt, ne? Also war es gerade so, halt, immer noch 40 Zuschauer, Leute, danke. Und auf 6 Räder und was ist los, Steffen? Motor aus wieder. Oh. Der wirkt immer ab. Den Ingame-Sound lauter. Findest du Pichoco Family? Hört man den LKW nicht gut? Hi, Sichu, grüß dich. Nee, Matthias, wir haben keinen Schnee. Oh nein. Soll aber diese Nacht schneien, noch sehe ich aber nicht. Wenn schon jemand oh nein sagt. Michel on Tour ist wieder hängen geblieben. Ich hab's gesehen. Natürlich Anonymous, let's go. Pichoco? Im Karton. Gong, 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 gong. Also ich glaube, der Ingame-Sound ist auch ganz normal, aber eigentlich dürftet ihr alles hören. Also ich habe zumindest dreiviertel Ausschlag. Darks Polizei, herzlich willkommen. Moinsen. Wer hupt? Game TV, hast du 2 Stunden schon im Singleplayer gespielt und einen eigenen LKW? Ich wollte es ja Bombard ein. Bisschen lauter, echt? Wenn die schon vor mir Warblinker anhaben, das ist immer nur ein schlechtes Zeichen. Also ich habe meine Hupe unten auf den roten Dingel da gelegt. Hier Anhalten, weiterfahren. Enderzeichen. Fahrt ruhig weiter, ich hol auf. Okay. Ist schon ganz laut. Was passiert? Mehr kann ich nicht machen. Ist schon ganz laut. Und Schofen, du bist der Erste auch. Direkt auf die linke Spur, ja. Der das jetzt auch geschrieben hat. Hat er auch noch nie was gehört. Dass das zu laut, zu leise ist. Ich kann nicht noch lauter. Das ist eigentlich schon voll. Ja,
der holt. Pass auf, dass du nicht zu viele Tests spielst, sonst wird der liebe JD neben dem Tüdelü bei Pichocke noch zum MN-LKW. Nee, Lele, Samstag geht's wieder los und Sonntag. Ja, Wochenende. Aber Pichocke, man hört doch alles. Man hört doch den LKW, man hört die Hupe. Und man hört mich. Ist das nicht gut? Jetzt, so, versuch. Da will bestimmt doch gleich vorbeiziehen. Komm, lass mich vorbei, du Affe. Lass mal nicht, Ronald. Oh, Blitzheuer bestimmt, oder? Ja. Ja. Wir haben das Geld abgezogen. Ja, ich fahre 53. Ich hab ihm sogar bedankt. Auch erwischt. 5 km/h. Ich hatte 4. Ich wollte nur zu meinem Team zurück. Das Pijoko habe ich gesungen und das andere, also Lele, ich kann es mal erklären, der Teigl hat mir das gebaut, das Pijoko kommt von mir, also das Pijoko. Im Karton, Gong, 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 Gong. Und der Rest ist davon original das hier. Pokémon im Karton, Gong, 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 Gong. So ist das entstanden. Daniel, ich wollte doch zu meinem Team zurück. Und eigentlich müsste Martin mich jetzt vorlassen, weil er ohne Hänger fährt. Ich glaube, überholen von links darf nicht länger als 50 Sekunden dauern. Okay, Madu. Also ich muss das ja cool finden, ich bin ganz hinten und ich sehe hier eine Viererkolonne und zwei fahren ganz, 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 ganz vorne. Das ist wieder Steffen. Ja, ich fahre hinterher mit 70. Martin ist abgebogen, keine Ahnung warum. Hi Gamer, grüß dich. Wow, Boah, ich komm klar an der MLMs, komm. Scania! Ja, jetzt kommen die Maulesel kommen jetzt. Hola, si, si. Si, si, Signorita, komm links vorbei und ziehe rechts rüber. Das wollte ich gar nicht. Ich will gar nicht. Lass ihn mal vorfahren. Lass ihn mal fahren. Der MNs. Der ist ja... Ach, Anonymous, lass das bitte. Wie ist das PGO-Kodierung dann gemacht? Ich bin nicht nervig. Nee, keine Ahnung, das hat Teigler mir gemacht. Glaube ich nicht, dass die kommen. Ich kann es dir nicht sagen. Na, nicht rüberziehen. Wir halten mal gegen, oder? Ich gebe da mal Gas, ne? Ja, ich meine, hier ist ja gerade. Kann man ja. Mal. Ah, Steffen, na, wie geht's dir? Da kommt einer entgegen, Gegenverkehr. Oh, jetzt Schisshase. Oh, dann gib doch Gas! Oh, ey, Alter, stehen. Bremsen! Ey, wer ist denn nur so bescheuert, ey? Der Steffen. Ehrlich, Mann. Und jetzt holt mich auch noch der Michel. Ja, natürlich. Ich konnte nicht mal bremsen. Ey, das ist ein Kumpel. Servus, Kumpel! Steffen, du kriegst niemals den LKW-Führerschein. Ich hab den Steffen sogar noch aufgeblendet und gesagt, du kannst vorfahren. Was macht er? Er geht voll in die Eisen. Unfallfreie Fahrt. Habe ich, Gamer, ja. Ich habe alle Maps zumindest. Hallo, Corinna. Ihr Chaoten. Welcher Kanal? Neu. Das war weiblich. Oh, weiblich. Hallo. Sorry. Ja, eigentlich müsstest du dich entschuldigen für deine Fahrweise. Kannst du wieder überholen? Warte. Hat er sich gerade entschuldigt? Für das, dass er ja nichts gemacht hat. Oh, da zieht er kleine Streich. War das schon wieder zu knapp? Wer hat denn eigentlich den weggerammt? Steffen, der Raudi. Ich hab keinen weggerammt.
der war etwas sauer auf dich. Ich hab nur ein Lenkrad mit einer Halme und drin geht das auch für dich. Ist ja natürlich Corinna. Kannst du rein theoretisch benutzen, ja? Wieso viel Preis? Leute, dankeschön. 10.358. Paar rein, paar raus. Finde ich trotzdem klasse. Jeder macht einen Fehler. Fehler lernt man. Richtig. Ich muss mich heute noch gar nicht abschleppen lassen. Also trinken ist auch leer. Durchsichtige Mauer. Aber natürlich, die Schule hat ja auch wieder begonnen. Also man bemerkt schon die Unterschiede zu den Streams mit den Uhrzeiten, die wir jetzt haben. Das ist schon ein Unterschied. Ich muss unbedingt ein anderes Horn da drauf machen. Gibt's eigentlich auch noch ein anderes Horn? Geschwindigkeitsgrenze. Ja, 90. Gibt es eigentlich auch noch andere Hörner? Ja, ne? Ich glaube, ich habe sogar eins. Da muss ich gleich echt mal gucken, ob ich da nicht irgendwie noch ein anderes Horn drauf bauen kann. Weil das gefällt mir nicht. Ich will so eine durchgängige. Wisst ihr, was ich meine? Einfach eine durchgängige Hupe. Kann der Equine schneller als 90? Doch, Joe, eigentlich schon. Nö. Der kann 130, glaube ich. Guten Abend, Niklas. Hallo, Leonie, Lisa. Hallo. Weiß ich doch, dass du es bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jo, Petsy, grüß dich. Akrasim, herzlich willkommen. Ja, passt. Wie lange fahrt ihr noch, Matthias? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie lange die anderen Lust haben. Alter, was ist das für ein Kunde? Ich weiß es nicht. In Pernau. In Pernau. Michel? Das wäre meine letzte Tour für heute. Nein, bis zum Ziel. Achso, Matthias, 170 Kilometer noch. Hallo, Fabian. Wir müssen nach rechts fahren. Also hat der Patrick einen leichten Vorteil. Aber auch nur einen leichten. Und ich fahre MAN. Also zwei leichte Vorteile. Ich glaube, es ist nach rechts. Elefantenrennen. Oh, Biel, sorry, no, English, ja, English oder German, also please. Der MAN sieht schon nicht schlecht. Pernau. Das erste Mal in Pernau, meine lieben Freunde. Wo ist das Wetter realistischer? Am LS19 oder am ETS? Das finde ich relativ gleich, Madu. Also hier kann es regnen und im LS19 kann es auch regnen. $400. Moin Arnold, grüß dich. Weiß ich nicht, GameTV. Kann ich dir nicht weiterhelfen? Kann ich dir nicht sagen. Oh, wie viele Runde Arme gibt es denn hier noch? Ja, ist ja gut, da kann ich ja auch. Ich kann ja nicht so viele rote Ampeln immer fahren, aber schon gar kein Gewinn mehr. Das wird sonst nix. Die wird wieder rot. Danke, Helge. Oh, da hört man es andauernd. Das war geil. Was war das jetzt? Wir sind schon ganz schön Chaoten. Oh, Edu. Ich hab da so ein Edu vor mir, der kann nix. Weiß ich, Agrasim. Weiß ich. Nee, Joe, das kostet dich ganz schön viel Geld, wenn ich geknipst werde. Ich hätte gehalten, weil ich hab das Geld nämlich nicht.
Also ich bin wirklich erstaunt vom MAN, der zieht nicht schlecht aus. Ich bemerke auf jeden Fall einen Unterschied in der Maschine. Ja. Achtung, Glitzer voraus. Steffen hat kein schweres LKW, zicke zacke. Er fährt einfach nur 4 Achser. Boah, ich fahre einfach nicht schneller als 50. Ich will ein neues Passfoto haben für einen Ausweis. Ach, es wird sogar nett darauf hingewiesen, dass da einer ist. Er steht sogar rechts, man sieht ihn. Ja. Ha, ich war neben dir und war nicht geblitzt. Da sind ja auch 90. Tja, jetzt kommt die Scania Power raus. Achso, Entschuldigung, Agrassin. Hätte ich nicht gesehen. Was für Scania Power? Ich glaub, es geht los, ey. Die hat halt schon irgendwas hier drin in den LKW. Lachgas. Nee, der was mich Geld kostet, wenn ich blitz werde? Ja, kommt davon, wie schnell ich fahre, ne? Nicht die Spur gehalten. Das war nur $100. Es kommt jemand darauf an, mit wie viel du geblitzt wirst. Nee, falsche Spur. Falsche Spur. Ah, okay. Im überhol eingeschränkten Bereich überholen. So, brettert ihr jetzt volles Rot da vorne weg, oder wie? Nö, 85. Okay. 85. 90. Ja, ist ja klar. Steffen wird auch gepusht, der hat einen hinter sich. War auch 90. Also hell gepusht. Nee. Hinter Patrick. Oh, ich glaube, das wird am Sonnabend schwer. Spaß. Oh ja, mit Steffen. Nee, es wird witzig. Ich bin doch vielleicht gar nicht da. Wieso? Warum? Wieso? Er hat das erlaubt. Daniel, es ist ja gleich nur aufgemotzt. Ich habe jetzt 3 Achsen anstatt 2 und über 400 PS anstatt nur 300. Fährst du zum Chef? Fährst du dort mit? Nee, das. Der darf sich auf meinen Schoß setzen. Oh, Leute. Kopf. Oh, ich muss mal kurz aufstehen, Leute. Yeah. Mein Rücken. Geil, im Stehen. Oh, Ecke, wir fahren. Lass mich deine Automatik sein. Yeah. Ich fahr gerade im Stehen, Ecke. Ja, Leute, ich muss mich einmal kurz ausstrecken. Ja, und haben wir was Beschlagenes gesagt? Scheiße. Siehst du, das war dann so. Oh. Oh. Lass mich hoch und runter schalten. Nimm meinen Knüppel in die Hand. Aber richtig. Richtig fest zupacken musst du. Okay, das geht jetzt zu weit. Nein! Gute Nacht, Matthias! Wir haben's gleich. Und wir hatten da eh nicht so weit vorne weg. Das ist halt Steffen, der will ins Bett. Ach, der nee, 90. Zockerzwerg, willkommen! Wir fahren 70. Nein, ich spiele jetzt auf der Faust. Nee, Quatsch. Da vorne sehe ich, da vorne sind sie. Überhola. Ich sag, die fahren 84. Ist immer noch überhol eingeschränkt. Reicht. Den müsste ich jetzt eigentlich voll ärgern hier, ne? Den Michel. Ey! Ich wollte eigentlich nur mal das Scania Power zeigen. Wir ärgern ihn einfach mal. Tschüss! Bis jemand hinkommt, dann bin ich nämlich der Gearschte, weil ich hinter euch fahr. Hinter euch. Oh Scheiße. Es wird 2 Spuren, hast Glück gehabt. Ja, läuft bei dir, Michel, läuft! Was, ein Unfall? Ja, komm, also fast. Fahr vor. Fahr ich vor. Ich hab trotzdem nichts gewonnen. Jetzt will er doch nicht vorfahren. Warum habe ich kein Profilbild? Das nervt mich irgendwie. Was tun sie da? Leonie, ich weiß auch nicht. Ärgern. MAN Power zeigen. Hi Lukas, grüß dich. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass wir manchmal so ein bisschen dumm sind bauen. Und einfach unseren Spaß haben. Ich fahr mal lieber was schneller, ne? Oha!
Da ist gerade einer durch den Kreisverkehr gesprungen. Ich habe ja, so gerade noch Glück gehabt. Und ich habe es im Livestream drin. Jawoll. Best of. So, jetzt geht die Verfolgungsjagd. Muss sofort hier lang. Marcel mit 64? Weiß ich nicht. Wieso mit nur mit 64 Bit? Nein. Ja, ihr fahrt 40 Kilometer auf der Uhr. Ne, ich hab ja bloß noch 9. Ich feuer meine Weihnachtskugeln. Stimmt. Achso, okay. Gute Nacht, Leonie. Hab dich lieb. Schlaf gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Testa, mein Schatzi. Ist das der neue MN? Ja. Testa, mein neuer. Wunderschöner neuer MN. Ampel ist rot. Der fährt hier wie ich, wer war das? Nämlich vielleicht dein Ebenbild. Ja, Trecker können wir alle fahren, außer Ilka. Du kannst doch keinen Trecker fahren, du fährst doch in den Hühnerstall. No. Ein Leben lang. Weil ich dich so sehr lieb hab. Ja, manche Sachen. Seit wann ist der raus? Tester, seit wann ist was raus? Was genau meinst du jetzt? Wow! Wow! Unfall! Das klingt schon wieder ganz gefährlich. Alter, was war das? Da kam er angeschossen. Ein Vollidiot. Wie kann man so doof fahren? Tüdelü, Leonie, peace, tschüss. Einsatz Daniel auf jeden Fall. Ach so, Tessa, soll wohl nächste Woche soweit sein, habe ich gehört. Auch der MAN Euro 6 soll auch kommen. Helge, hast du was von dem MAN Euro 6 gehört, der nächste Woche kommen soll? Was, der kommt nächste Woche? Der kommt ja, aber nächste Woche. Also das ist der Mod, wo ich dir geschickt habe. Meine Frage ist nur, wie kommt man, muss man die sich dann im Internet runterladen? Nee, da kommt ein Update und dann hast du den. Okay, danke. Oder, ja, es kann auch sein, dass die DLC wird ein bisschen. Ich weiß es jetzt nicht genau, Tessa. Mir wurde gesagt, nächste Woche eventuell. Aber ich kann nur eventuell sagen, ich weiß es nicht. Weil ich bin ja ganz neu auf ETS, ich kann da gar nichts sagen, weil es ist nicht mein Revier. LS und Mozzo, das kann ich euch gerne sagen. Der soll schon nächste Woche kommen? Ich weiß es nicht. Kam vorhin so zum Gespräch hier. Ist da ein Unterschied zwischen Euro 6 und dem normalen MAN? Der Kühlergrill ist anders. Toll, sehr viel. Ja, und auch das Innenleben ist, glaube ich, ein bisschen anders. Da ist kein MAN drauf, sondern so, also der Löwe halt in groß. 9,90 Euro. Was? Für Design. Der Zockerzwerg, muss ich jetzt mal mein Team fragen, ob die noch eine Tour machen wollen? Dann würde ich noch eine Tour fahren. Nee, ich meine, wenn du wieder als DLC, wenn du es eventuell kaufen müsstest, dann. Naja, wie auch immer. Ach, Alter, die 640 PS-Tester, geil. Oh, ich war nicht, ne? Am Ende bin ich auch bei euch. Du musst hier auch noch ein Stück fahren. Moin, Broti, ich komme nicht mehr raus. Meine Tür, Haustür raus. So viel Schnee, Broti. Das hat sich hier draufgeklebt auf dem Bildschirm. Alles gezeichnet. Bei dir dürfte es doch nicht in der Wand sein. Wo muss ich hin? Was ist denn hier los? Ich hänge irgendwo fest. Da. Ich hänge auch irgendwo fest. Oh. Ich glaube, wir hängen uns gegenseitig fest. So. Komm, fahr. Ich dachte, ich hänge an der Schranke fest. Ja, ich hänge an dir fest. Das klang pervers. Ich hänge mich fest, wo ich will.
schnell die Garage kaufen. So, jetzt muss ich dazwischen. An allen Städten, wo du bist, kaufst du dir jetzt eine Garage. Kann ich denn von hier aus nach Russland fahren? Ja, ich kann nach Russland. Nach Freiburg und nach Moskau. Und nach St. Petersburg. Garage kaufen. Muss man eigentlich eine Garage kaufen oder kann man auch auf dem Rastplatz und dann da weiterfahren? Ausgezeichnet! Du musst zu der Garage hinfahren. Wenn du gespeichert hast beim Rastplatz, kannst du nächsten Tag weiterfahren. Das ist gut. Weil du kannst keine Schnellreise dorthin. Wenn du zum Beispiel so komplett hast, dann eine Arschkarte. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Fernfahrten. Machen wir denn noch eine? Ich hätte noch auf Lust, aber nicht mit meinem Scania. Ich auch. Runs Kulibre, danke schön. Herzlich willkommen. Ich kann auf einmal, wer alles noch mitfährt. Ich würde noch eine machen. Ich würde auch noch eine machen. Also habt ihr was nach St. Petersburg? Wartet doch mal kurz, bitte wechsel schnell in den LKW. Ich kann ein Boot fahren. Aber nach Polen. Aber das kann ich ja auch. Nach Warschau. Ach, das ist alles gut. Nee, du hast. Was hattest du gerade noch? Wohin? Können wir kurz warten, bitte? Petersburg. Ja, wir warten natürlich. Ich muss erstmal schnell MAM holen. Jetzt habe ich auf einmal nichts nach St. Petersburg. Gute Entscheidung. Ja. St. Petersburg habe ich nicht. Dann habe ich noch was. Wo war es denn gerade? Daniel, danke. Eine Tour machen wir noch zusammen. Wo standen wir gerade? Tallinn. Ich könnte nach Luga, Russland fahren. Ich kann nach Vyborg. Vyborg. Nach Pisco. Noch weiter hoch oder jetzt wieder runter? Ne, noch weiter hoch, ne? Ja, nach Russland halt, oder? Nach Russland. Finale. Russland, okay, guck ich mal. Wartet. Ich muss auch noch wieder zu euch kommen. Nee, nach Russland habe ich gerade nichts. Aktualisieren mal. Polen, Dänemark, Norwegen. Da, Russland. Kaling. Nee. Nee, das ist nicht Russland. Was ist denn Russland? Doch, die Abkürzung. Dieser kleine Fact, wo Kaling gerade ist, ist auch noch Russland. Aber ich meinte eigentlich das obere Russland. Das obere. Wenn ich auch Volvo nehmen können, weil Volvo sieht so gut ab. Dankeschön, Tessa. Du weißt gar nicht, wie ich aussehe. So, ich werde mich mal raushauen. Okay. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Warte. Ich muss nur mal Licht anmachen, noch schnell. Warum hab ich denn nichts nach Russland, meine lieben Freunde? Eine Tour werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich hab was nach Finnland. Ja, wir wollen ja nach Russland. Achso. Also müssen jetzt nicht, aber wäre halt cool. Ja, finde ich auch. Warte, ich guck gerade. Wenn ich schon im Titel stehen habe. Da, ich hab was. Luga. Betonträger. Habt ihr die? Muss mal kurz warten, bitte. Adox hier, willkommen zurück. One cooler Brie. Go Helge, go, ja. Achso, hier. Ich fahr schon. Auflieger. Guckt, und das ist halt noch meine Frage. Ich weiß noch nicht, was ich hier kaufen soll. Die hab ich noch nicht frei. Patrick? Moment. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich so einer hier. Weil mit denen kann ich ja nicht wirklich viel fahren, weil sondern eher die hier. Und da möchte ich dann aber noch die Ausführung ändern. Deswegen, das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden jetzt noch eine Tour machen. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Bei mir kann es sein, dass der Chat nicht mehr lacht. Geht. So. Was hattest du? Nach Russland was? Ja, irgendwas nach Russland. Ja. Er hat gerade gesagt, er hätte was gehabt nach Russland. Ich hatte gerade was, ja, jetzt finde ich es wieder nicht. Achso. Vielleicht bei Frachtmarkt? Kalinin, nee, da ist auch nichts. Frachtmarkt habe ich komischerweise nur Schwertransporte. Okay.
Ja, Moment, wir finden schon was. Komisch. Ja. Meinst du, ist auch jetzt weg, mein Russland? Patrick, klar weiß ich, jetzt stelle ich mir einfach nur vor. Durchtrainiert, schöne, gesund. Nee, dann hätte ich auch keine Rückenschmerzen. Ja. Wenn ich so wäre. Luga, ich hab nach Russland Luga. Betonträger, genau den. Ja. Habt ihr den? Ja. Ja. Helge? Ja. Ja, das ist schon nicht so weit weg. Ja, da muss ich. So ein Stückchen zurückfahren. Hast du den? Ja, bestimmt. Ich hatte bis jetzt noch nie was, ihr nicht hattet. Ja, Anonymous, das ist mega. 50 Zuschauer, noch kam 21:45 mitten in der Woche, Freunde. Dankeschön. Und 146 Likes. Mega. Betonträger, sollen wir jetzt nehmen oder nicht? Helge. Ja, nimmt. Sonst fahre ich halt hinterher, wenn ich nichts hab. Doch, hab ich. So, aufhören. Okay, Leute, jetzt noch eine Tour nach Russland. Habt das alle? Jupp. Auf geht's, Freunde, auf geht's. Boah, 92 Kilometer bis zum Frachtdepot. Hi, Roman. Brauche ich Russland DLC mitfahren zu können? Ja, du brauchst das sorry, DLC, Fabrice, ja. Aber der Nightbot, der hat das nicht so gerne, wenn man links reinschickt. Oh, ist jetzt nachts schon wieder vom Hänger zu holen, ey. Ab geht's. Fahr jetzt wieder Ewigkeit für den Hänger. Kommst du am Samstag noch die restlichen 42 Abos? Konfetti, Pichoko-Truppe und Upgrade. Ja, nun, das wäre geil. Nochmal fleißig Freunden Bescheid sagen. Also, wir sind am Samstag auf jeden Fall live. Warum fahre ich nur 90? Ich habe den Tempomaten ausgemacht. Ich fahre trotzdem nur 90. Irgendwas zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr werden wir auf jeden Fall live kommen am Samstag. So. Warum kann ich nur 90 fahren, obwohl mein Tempomat aus ist? Ich habe keinen Tempomaten an. Kann das sein, dass wir im Außendings waren? Von Tallinn? Gute Nacht, Anonymous. Dankeschön. Jason, mal gucken. Irgendwann jetzt die Tage. Ich muss mich da mal in Ruhe hintersetzen, damit der auch ordentlich wird. Warum kann ich eigentlich nur 90 fahren, obwohl mein Tempomat ausgestellt ist? Weil es ein externer Frachtdings ist. Wieso? Könnt ihr auch nur 90 fahren? Ja. Ach so, okay. Mr. Spock, moinsen! Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So. Moin Reed, Alice Zocker, Markus, grüß dich. Kündigst du Samstags den Stream an? Ja, zicke-zacke, werde ich euch morgen online stellen. Oh, bis morgen werde ich entscheiden, ob wir LS zocken oder ETS. Und dann werde ich euch den online stellen. Wir werden auf jeden Fall Multiplayer machen, egal welches Spiel. Ich habe keinen Bock geblitzt zu werden, das war schon teuer genug. Kannst du das Spiel weiterempfehlen? Alles klar? Jupp. Wer auf LKW fahren steht und so, auf jeden Fall. Sind so schnell. Ja, wenn 90 abgegrillt ist, dann bringt auch ein geiler MR nix. Salah. Oh, weißt du, was ich heute noch gar nicht gedrückt habe, Leute? Den hier, let's go! Body, das ist der Euro Truck Simulator 2, der kostet 20 Euro. Ach ja, ich genieße es. Oh, Drifting. Patrick redet gar nichts mehr. Nö.
Sorry, aber ein Knopf drücken, reden, lenken und schalten gleichzeitig ist sehr schwer mit zwei Händen. Oh ja, das ist dann. Ist doch nach der Push-to-Talk. Sollte man sich dafür ein Lenkrad kaufen? Alles klar. Ist es zu empfehlen auf jeden Fall. Es macht mehr Spaß mit Lenkrad und mit Haarschaltung. Also selber schalten. Der Steffen scheißt aber auch voll auf Verkehrsregeln. Hallo, wir haben keine Zeit. Ach, das wird noch zum Kunden. Ist meine Liftachse eigentlich oben? Na toll, meine Liftachse ist unten. Oh. Ja, ja. Läuft bei dir, Michel. Kaum fährt er wieder MRN, ne? Lass mal erstmal die Liftachse hoch. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht oben war. Ich hab's verpasst. Da ist ein Tor. Läuft bei mir. Nein. Martin, kann es sein, dass du da hängst? Martin hängt an der Einfahrt fest. Ist LS jetzt out? Nein, Markus, LS wird es direkt am Samstag höchstwahrscheinlich geben. LS ist und bleibt mein Hauptprojekt, keine Sorge. Oh, die Liftachse schon mal runter. Ja, hier so ranzubrettern. Ich habe sogar noch eine Ehrenrunde gedreht. So, wie viele Tonnen haben wir denn? 17. Weil ich so, Leute, noch einmal 400 Kilometer. Geschafft hätte. Beziehungsweise den Tor einfach nicht geschafft. Martin, kann sein, dass du Probleme irgendwie hast oder alles gut? Der Martin hängt da immer noch. Das ist ein Brückenteil. Kein Betonträger. Also, ich habe einen Betonträger. Es macht aber langsam mein Rücken nicht mehr mit, Leute. Also, hallo, 6., 5., also reicht auf jeden Fall für heute. Echt, Martin, hast du nicht? Oh. Ja, könnt ihr mal vorfahren. Die ganze Strecke wieder zurückfahren. Los. Bekommt man die Gold Edition für 6? Ja, siehst du, Standard Edition für 3 Euro bei MMOGA. Okay, Martin. Nächstes Mal, wenn wir Konvoi fahren, muss ich den LKW wechseln. Zum Scania. Also, ich würde mit meinem MAN zufrieden. So, rundum leuchten sind an. Ja, sehr gut. Sicherheit geht vor, meine lieben Freunde. So, gleich. Hallo, Atem. Immer das Gecheater. Hat man mir so beigebracht, solche Multiplayer machen. Ja, Mr. Spock, perfekt. Helge, wir standen an der roten Ampel, ne? Wo war denn der rote Ampel? In der City noch. Aber danke fürs Warten. Kein Problem. Was ist los, Michel? MN keine Power? Am Berg. Das liebst doch Steffen, oder? Mhm. Ich mach wieder ein bisschen Druck hier bei Michel. Sorry, ich habe auf den Boden geguckt.
glaube, ihr könnt losfahren. Alles klar, Highkiller. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kilometer jetzt nochmal. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Kein Gegenverkehr. Nee, Dennis, im Multiplayer gibt es keinen KI-Verkehr. Also wie gesagt, im Multiplayer gibt es keinen Gegenverkehr. Bestimmt irgendwann noch eine Kartenerweiterung, oder? Ja, ich habe gehört, sie wollen Moinsen Jeton. Wollten, glaube ich, Richtung Spanien oder Richtung Griechen, also Richtung Griechenland wäre geil. Baltikum. Ja, so Richtung Baltikum und also so Balkan, nicht Baltikum. Das südöstlich. Ja, genau. Ja, so viel Möglichkeit gibt es ja dann gar nicht mehr. Aber zuerst wollen sie ja noch die Deutschlandkarte komplett überarbeiten, also der südliche Teil auch noch. Aber ein bisschen langsamer, Helge, die kommen wieder danach. Ach, oh, wow, wow. Die alten Segmenten dran. Der hat mich gerade alt genannt. Jetzt schon rollen. Habt ihr ein Abo da gelassen? Danke, Dampfcomic. Willkommen im Team. So. Danke. Oha, jetzt kommen sie aber. Ja, dann haben wir. Mit Knallgas. Kannst du mir wieder mein Tempo? Patrick ist ganz zappelig hinten dran. Nein, niemals. Gib Gas! Appel. Appel. Das war knapp, sorry. Tja, da hat man sich wieder selbst umgeschätzt hier. Sag mal, fährst du Panzer? Ich hab ausgeholt. Du holst doch sonst nie aus. Ich sehe dich immer, wenn du vor mir bist, das schöne Grün mitnehmen. Ey, hier geht rechte Seite nix. Meinst du, das macht er etwa mit Absicht? Nein. Hallo Andrea, willkommen zurück. So was aber auch. Ach ja, wenigstens. Upsala. Nicht mehr auf die Straße kommen. Wie schnell fährst du, Helge? Ich fahre aktuell so viel wie hier, aber irgendwie stimmt. Ich sehe euch gar nicht, fällt mir gerade auf. Ja, eben, ich habe mich schon gewundert, wo ist Helge? Ja, der im Ende ist so schnell, das merkst du gar nicht. Jetzt kannst du Gas geben. Ah, jetzt. Hey. Der Steffen und seine LKW. Zieh, Junge, zieh. Mein Finger tut schon weh. Also ich habe ein Tempomat auf 90, da muss kein Finger weh tun. Aber ich glaube, da vorne wird es wieder zu einer Straße. Ihr zwei habt euch echt lieb. Ja, ich merk's. Also, es geht alles von Steffen aus hier.
geht es zu Ralf. Brauchst nicht ganz rechts zu fahren, keine Ahnung. Oh, oh. Hier wird's eh enger. Jack. Wow! Genau, Steffen. Genau, so machen wir's, oder? Genau, genau. Ein Hoch auf okay. Steffen. GG in den Chat. Mein LKW ist kaputt. Metafunktion. Warum, Steffen? Warum? Ich hab 50% Schaden fast. Ja, dann mach doch Slash fix und dann ist wieder weg. Was ist da jetzt genau passiert? Was hat Steffen gemacht? Motor-Fehlfunktion, Motor aus, direkt, zack. Nee, warum ist Helge dir reingeknallt? Ihr wart doch ganz normal am Fahren. Ja, weil Steffen auf einmal den Motor wieder ausgemacht hat, ja. Auf einmal gestoppt hat und ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weil ich halt jetzt nicht so viel Abstand hatte. Und da kannst du natürlich nicht mehr ausweichen, Leute. Guten Abend, Sandra, grüß dich. Da kannst du natürlich leider nicht mehr ausweichen. So, ich hoffe, ich komme jetzt noch an. Also nächste Konvoifahrt, Steffen fährt am besten nur noch hinten. Steffen, drück mal Y. Ja. Wenn jetzt machst du so ein... Der müsste bei der 7 mit sein. Bei der 7 ist so ein Schrägstrich. Hier kann ich meinen 12. Ja. Gang gehen. Dann guten Abend, Paul. Fick, also der Strich und dann fix ein. Dann ist wieder weg. Nicht fick eingeben, sondern fix. Fix mit X. Ah, cool, danke. Wusste ich nicht, dass das geht. Ich fahre jetzt einfach so weiter. Hallo? 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 Ich wundere, dass meine Frau noch wach ist. Okay, dich gar nicht. Jason auf Garkheim, wir reden über Discord. Ja. Warte. So, wir kommen schon in den 12. Jetzt an gerade. Naja, 12. Gang komme ich nicht. Leid, war keine Absicht, wirklich. Ja, ja, ich lebe ja noch. Nur mein 12. Gang ist kaputt. Der Steffen killt alle, auf jeden Fall, Ronald. Dampfcomic, ich weiß es nicht. Ich muss mal meine Einstellung von OBS mal gucken. Keiner. Eventuell habe ich's. Und jetzt knallt er da schon wieder dran vorbei. Steffen, Steffen, Steffen. Hallo, wie schön. Wer wäre auch immer. Warum? Ja. Ja, Helge, der aber, Steffen will ins Bett anscheinend. Ich mal dahinter klemmen, weil beim letzten Mal ging's. Und deswegen. Ach so, EU3, Jason. Beim nächsten Mal hört man die anderen auch. Du hast es gesagt, ich schreibe angeblich einer anderen, was überhaupt nicht stimmt. Wer ist das? Schreibt immer einer, dass man den hört. Wer ist das? Michel, glaube ich. Oh, Michel. Schieb ihn mal raus. Schieb ihn mal raus. Ah, gut, er hat was gemacht. So, jetzt habe ich wieder keinen Schaden. Also, es geht um einen Versuch. Der wollte nicht grüßen. Leute, geil. 5 nach 10, immer noch 30 Zuschauer. Finde ich mega. Vorsicht, Blitzer. So, jetzt kann ich aber auch so langsam meinen Rücken. Will auch nicht mehr. Genauso, man bremst runter, wo der Blitzer ist und gibt dann wieder Gas. Der Rücken will auch nicht mehr. Oh, mein Motor ist ausgegangen. Und jetzt ist er wieder an. Alles ist Steffen schuld. Tja, so läuft's halt. Wie viel haben wir denn noch? 120 Kilometer. Ja. Vorsicht, Kreisel und. Jo. Ja, Andrea, wir haben alle das gleiche geladen. So, ich musste kurz fixen, Leute, sonst wird das nicht. Haben Steffen, das ist ja schuld.
Ja. Erst Aufenthalt in Narva. Ab nach Russland. Ich bin auch noch nie hingefahren. Deswegen, ich fahre da unbedingt mal nach Russland. Um zu gucken, da wird man richtig angehalten und so. Weiß nicht, wie das funktioniert. Was für ein Werk nicht testen. Was heißt richtig angehalten? Ja, ich weiß nicht. Also da vorne ist so ein blaues Zeichen mit so einem Männchen drauf. Der Führerschein da handhält oder sowas. Vorsicht. Ja. Echt, Andrea? Michel, was machst du da wieder? Moin, Daniel! Einmal mit Profis fahren. Ich bin nicht dran schuld. Achso, oh, nur ein Spruch. Upsala. Wow, jetzt kann ich auch gleich da bleiben. Prüfe Ihre Papiere. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Prüfe Ihre Papiere. Was ist eigentlich, wenn die nicht gut sind? Komme ich schon ins Kitchen? Weiß ich nicht. Hast du noch einen Discord-Server? Alles in Ordnung. Sehr gut. Comic, das ist mein einziger. Reicht ja auch, oder? Daniel, das simuliert deinen Widerstand des Lenkers. Steht hier Fahrzeit über. Leute, das erste Mal in Russland. Sehr, sehr, sehr geil. In Ingame ist auch irgendwann auch nicht. Was? Okay, warte, einen Moment. Das muss ich jetzt mal löschen. Stimmt. Ich glaube, in Russland zu schnell fahren ist ganz schön teuer. Audio-Ausgabe. So, wir werden jetzt in Russland. Ab nach Russland. Jetzt werden richtig gefilzt hier. Sein. Redet mal was? Ah ja, jetzt hört auch euch. Ja, das lag am Ding. Ja gut, danke für die. Die kontrollieren hier ja richtig. Ja, Reupload TV. Das ist auch das. Eieiei, Leute. Hola, König! Hallo Epix, mein Freund, alles klar bei dir. Leon, du bist auch schon wieder da. Leon, wolltest du nicht ins Bett gehen? Da bin ich wieder. Leon, du Verrückter. Also, ja. Oh, endlich. Okay, danke. Ja. Das kann man auch euch hören. Ja, Michel steht quer. Jetzt müsst ihr aufpassen, was er sagt. Apex, mein Freund. Danke für Upload TV, danke für dein Abo. So. Jetzt wieder hier. Wie viele Papiere? So, wie viel haben wir denn noch? 160. Ist etwas zu laut. Okay, ja, kein Problem. Ein bisschen leise. Alles klar, Mr. Spock, gute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Doch alles kein Problem. Wenn ich den Effekt raufstelle, wird es leichter. Daniel, welchen Effekt? Was meintest du? Ist bei mir einfach ein bisschen laut. Immer noch? Ist der immer noch zu laut? Warum für Giga dann DLC? Ja, Zig ist halt Skandinavien. Helgen muss was ändern. Das ist Namen. Killer, willkommen zurück. Ist es schlimm? Ronald. Also ich halte es immer so. Oder Ampel. Die DLCs, Niklas, kosten was, ja. Aber nicht sehr viel. Oh, was macht der da vorne? Wow! Wow! Nein, das war knapp. Okay, danke. Gut, dann das ist jetzt auch schön. Der fährt Schlangenlinien. Entschuldigung. Der trinkt Bier. Highkiller, ja. Auch. So wieder da. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wie viel Bier hast du getrunken? Ich dachte, ich habe mein Mikrofon ausgemacht. Wohl nicht. Danke fürs Abo.
Das muss ich jetzt aber auch mal machen. Ihr habt jetzt nicht alles mitgehört gehabt. Nee. Nicht alles, nein. Also wir haben jetzt nicht gehört, dass du wahrscheinlich einen kleinen Penis hast. Ich weiß es nicht. Zum Glück haben wir das nicht gehört. Du musst kranken, alles klar. Auch da geht noch ein bisschen. Weg. 469 schaffe ich noch. Ich Leute, unser MAN hat 10.000 Kilometer. Geil. Michel, verkackt dein MAN wieder? Ja. Gegen Mercedes verkackt er. Danke für den Abo. Bist du richtig im ETS 4? Mir kommt so vor, dass du mehr ETS als LS spielst. Na, Apex, das mit LS hängt ja nur mit damit momentan zusammen, weil da fehlt einfach eine Map. Aber Samstag höchstwahrscheinlich, Achtung, Bahnübergang voraus. Samstag höchstwahrscheinlich der LS und Sonntag ja sowieso im Guten Morgen Stream. Und da freue ich mich natürlich wieder über jeden, der einschaltet. Also Samstag war halt noch unsicher, LS oder ETS, aber der LS, da ist wirklich, es fehlt die Map. Es fehlt die Map. Es fehlt einfach was, wo ich sagen kann, so jetzt geht's wieder los. Aber wir werden auf jeden Fall Multiplayer spielen. Ein bisschen mit euch die Map, die wir gebaut haben, also den Hof, den wir auf der Map gebaut haben, ein bisschen austesten. Also Michel, wir haben bis dorthin mitbekommen, dass du... Penis, hab ich schon gehört. Verdammt, André. Ja. Wir haben nach 22 Uhr, da darf ich das. Da bin ich immer ein bisschen verrückter. Das ist tatsächlich so. Was war das denn jetzt? Unsichtbares Loch? Ich sag, die hat einen Beweis wurde bekommen. Kannst du überall ausdrucken, so Sachen? Kannst du den Namen ändern dabei? Über WhatsApp, wir haben auch fotografiert hier diesen Sternschutt. Egal, seit machen wir es dann. Jawohl, lass dir nichts gefallen. Paul, was ist los? Zeig ich auch. Sag mal, Steffen, hast du es wieder eilig? Hey, ich komm nicht hinterher mit meinem MAM. Hi, Miko, willkommen zurück. Der hat immer was zu meckern. Hab dich auch lieb. Ja, ich ja weil, auch. Weil du wieder voll weg bist. Wir vier schön zusammen und du, Arsch der Welt. Wenn das macht. Der hat auch Frachtbeutel dran, wie schnell der ist. Dem sitzt bestimmt die Frau im Nacken. Boah, schneller. Lisa, du warst schon hier und ich bin nicht Pinocchio. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich nenne dich da auch nicht, weiß ich nicht, Lieselotte. Ich bin der Pinocchio oder der Patrick und du bist die Lisa. Genau, das wird leichter. Ja, nein, Daniel, das hat auch was damit zu tun, wie das Lenkrad, wie schnell das drücklenkt, automatisch. Ganz schön nach hinten. Das kannst du somit einstellen. Dachte schon jetzt. Na, wie schnell dein Lenkrad zurücklenkt. Wir haben es ja gleich schon wieder. Du hast auch einen hohen Ping, 532. Was? Er hat bei mir 11 MLS. Das hat heute Spornischuhe. Ich habe einen Ball so hart ins Gesicht bekommen und habe kein Knie überdreht. Au, Andrea, gute Besserung. Auf jeden Fall. Ja, was sieht man, dass ich MLS mache? Ändern Namen, Tab aufmachen. Komm drauf an. Ich hab 22. Komm drauf an, wo. Helga 300. Oh, läuft. Ich hab 66. Komm drauf an, worüber du fahren willst. Ich hab nicht so eine. Angehst? Nö. Ach so. Meine liebe Lisa, ich sag's nur. Das macht alles automatisch. Ich mag's einfach nicht, wenn man. Weil Pinocchio hat einer gemacht, Lisa, der ein Hater ist. Und deswegen finde ich es einfach nicht toll. Ein Hater hat mich Pinocchio genommen. Weil er einfach zu neidisch ist, dass ich so gut ankomme. Und deswegen reagiere ich da ein bisschen empfindlich drauf. Paul, wir sind gerade in Russland. Okay. Ist halt kostenlos im Runterladen. Jetzt weiß es ja, Lisa. Das andere ist kostenlos. Nö, ist auch kostenlos, aber musst du kaum was machen, eine Firma erstellen, dann das Programm starten, wenn du spielen willst, und das macht alles automatisch. Oh. Rechtskurve, also Rechtskurve. Weil ich schwierig Leute zu finden, weil es so 32 Kilometer noch. Schon. Deswegen ist meine noch ein bisschen sehr klein. Wir könnten ja die Choco-Truppe aufmachen.
Bin dabei. Pichoco Spedition. Ja, wäre schon cool. Jetzt nehme ich auf die Idee. Ich habe eine bessere Idee, Michel. Rechts ist Gas. Ich gebe doch schon Gas. Dann schalt mal einen Gang runter. Ich fahre automatisch. Oh, noch schlimmer. Ich bin schon im sechsten Gang. Ja, das ist schon der. Das geht nicht öffnen. Also mehr hab ich nicht. Okay, jetzt wird hier dreigleisig überholt. Läuft. Ich kenne euch aber einer, mein Nachsektor. Fahren entgegen der Fahrtrichtung, 100 Euro. Oh, Gegenverkehr. Helge, das kracht! Ja, nee. Ja, natürlich, Jason. Daniel, meiner ist ziemlich hoch. Damit das Lenkrad schön automatisch zurückgeht. Abbiegen! Ihr müsst rechts und dann wieder rechts, dann sind wir da. Gott sei Dank, kann ich endlich ausmachen. Entschuldigung, Andrea. Hier steht ein Polizist auf der Straße. Nee, hier auch noch nicht, da auch noch nicht. Ah, hier. Sag gleich wieder rechts und vor rechts. Das ist die dritte. Also jetzt haben die aber erstmal wieder genug Betonträger für den nächsten. Auf jeden Fall. Oh, Jahre. Oh, mein Rücken, Leute, ich kann nicht mehr. Ich werde es auf jeden Fall ausmachen. Ja, mein Rücken tut gerade richtig weh. Die recyceln, ja. Mein Rücken tut höllisch weh. Ich kann nicht mehr sitzen. Andrea auf jeden Fall. So, jetzt fahren wir noch einmal richtig schön rein und dann. Daniel, 20%. Also eigentlich wunderbar. Ja. Hab aber im ETS ein bisschen angepasst. Gute Arbeit. Warum Unfall verursacht? Ich bin nur. Tschüss, 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 danke. So, Freunde. Oh, eine gute Arbeit. Ja, wir hatten einen großen Crash. Abzug 366 Euro. Trotzdem 5.880, nochmal 612 Erfahrungspunkte. So, und jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin da jetzt auch raus, ne? So. Okay. Tschüssi, danke. Kein Problem. So, Freunde. Ich mach raus. Ich kann nämlich nicht mehr. Mein Rücken tut mir gerade so höllisch weh. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich gehe jetzt ins Bett. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ich würde sagen, bei 152 Likes ist das mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch. Danke für die Abos, danke für die Unterstützer, die heute hier reingekommen sind. Unglaublich von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns am Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr entweder im ETS Multiplayer oder halt im LS19 Multiplayer. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag, einen genüsslichen Freitag, dann ist Wochenende. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die neuen Abonnenten. Euch viel Spaß auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream. Bis dahin kriegt ihr auch noch ein paar Videos von mir. Kommt jetzt immer ein bisschen was von ETS. LS gibt es natürlich nach wie vor hier als Hauptprojekt. Und ich gebe die Hoffnung auf, bald kommt eine Map. So, bis dahin, Leute. Haut rein. Tschüss. Haut rein? Nee. Tüdelü. Und tschüss.